Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha BSC Podcast. Hertha BSC hat den Saisonauftakt gegen Fortuna Düsseldorf mit 0-1 verloren. Setzt sich jetzt nun die altbekannte blau-weiße Lethargie fort oder können wir dann doch ein paar positive Aspekte aus diesem Spiel herausarbeiten? Das und ein paar weitere Dinge besprechen wir nun mit Ex-Profi und The Zone-Experte Sascha Biegerke. Let's go! Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha BSC Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. So, und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe, Ausgabe Nummer 240. Wir nähern uns ja 250. Krass, wie schnell das geht. Früher im Zwei-Wochen-Rhythmus, mittlerweile ja seit langer Zeit im Ein-Wochen-Rhythmus. Das heißt, in 10 Wochen, ich kann gut rechnen, haben wir es dann. Gut, heute dreht sich alles, wie ich schon gerade erwähnt habe, um Herthas ersten Spieltag in Liga 2. Das erste Zweitligaspiel seit 10 Jahren, nach 10 Jahren, 2013 war es das letzte. Mit der 0-1 Niederlage in Düsseldorf starten wir also in diese neue Saison und auch Podcast-Saison. Und bevor wir jetzt dazu kommen und allen weiteren Themen, stelle ich meine heutigen Gesprächspartner vor. Zum einen, er gehört mittlerweile absolut zum Inventar und hat gegen den anderen Gast, wie wir gerade festgestellt haben, sogar schon Fußball gespielt. Grüß dich, Puma. Hi. Und zum anderen, ich hole jetzt mal kurz aus. Ich glaube, das ist hier angebracht. Gebürtiger Berliner, eigentlich perfekt für den Berliner Weg, sprechen wir gleich nochmal drüber. 1999 von den Reinickendorfer Füchsen zur Hertha BSC gewechselt, wo er bis 2011 geblieben ist. Von 2011 bis 2021 dann für die Spielvereinigung Unterhaching und den 1. FC Köln in Liga 2 und 3 gespielt. Mehrere U-Stationen der deutschen Nationalmannschaft durchlaufen und seit 2016 Experte bei The Zone. Herzlich willkommen zu deiner Hertha BSC Premiere, Sascha Biegerke, freut mich. Grüßt euch, ja, ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. Ja, heute hast du ja, das muss ja, eigentlich ist das Luxus für dich. Gut, du wirst nicht bezahlt wie bei The Zone, da bin ich ehrlich, da kann ich transparent sein, aber du hast hier die Möglichkeit, mal länger als 3 Minuten über ein Spiel zu reden. Das muss ja eigentlich auch ganz angenehm für dich sein. Die Frage ist, ob es angenehm für euch ist, dass ich dann erstmal ins Plaudern komme. Nee, Spaß beiseite. Ich mag dieses Format, euren Podcast oder überhaupt Podcast, weil man da ein bisschen tiefer gehen kann, weil man da mal ein bisschen aussprechen kann und dann wird normalerweise auch nicht so viel geschnitten. Das weiß ich jetzt nicht, wie das bei euch ist. Gar nicht. Aber alles raw. Genau. Alles live. Alles bleibt drin. Und das, ja. Deswegen sind diese Podcasts oft auch besser als irgendwelche Interviews vor, nach dem Spiel oder auch mal mit einem Journalisten. Fände ich auch. Sind deutlich lebendiger. Beziehungsweise ich muss auch sagen, der Zone macht es ja schon lebendiger als jetzt vielleicht andere Konkurrenten. Und man kann dir besonders gut in diesen 3 und 5 Minuten Bits ja auch sehr gut zuhören. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht so, als ob die jetzt wertlos wären oder so. Das gar nicht. Aber wie du eben sagst, man kann nicht so in die Tiefe gehen, wie man es vielleicht auch möchte. Und ich könnte mir vorstellen, von den Notizen, die du dir machst, landen dann wirklich nur sehr ausgewählte in so einer Live-Sendung. Aber du als Ex-Profi, wie ist denn mittlerweile dein Verhältnis zum Fußball und vielleicht auch zu Hertha BSC? Wie nah verfolgst du das Geschehen noch und wie siehst du dich darin? Also Hertha zu Beginn verfolge ich wirklich sehr intensiv. Lag natürlich auch ein Stück weit an der letzten Saison, ja, wo ich das erste Mal in der Bundesliga als Experte dabei sein durfte. Ich glaube, ich war bei 6 oder 7 Spielen auch live vor Ort. Stimmt. Hatte dementsprechend natürlich auch mit den Verantwortlichen ein bisschen enger Kontakt. Und war da wirklich ja sehr, sehr gut drin. Und natürlich, ich meine, seit ich da 2011 weg bin, habe ich natürlich auch den Weg immer verfolgt. Hertha ist und bleibt mein Verein. Ich war 12 Jahre da. Mein Papa war der Trainer jahrelang. Ich war schon in der Champions League. Ich glaube, wann war das? Boah, 2001, ja, glaube ich. Chelsea, Barcelona. Das war 99, oder? Oder 99 sogar, ja, siehste. War das nicht diese Nebelspiele von 99? Nein, da ist man aufgestiegen. Also das war auf jeden Fall, ich glaube, es war irgendwie so 2000. Ja, das kann gut korrigiert sein. Korrigiert mich gerne. Nebel, Kaimi Schalke hat getroffen beim 1-1 gegen Barcelona. Das sind meine Erinnerungen mit Hertha. Dementsprechend, ja, verfolge ich das einfach. Und zum Fußball generell definitiv, also alleine schon durch meine Tätigkeit jetzt muss ich nicht nur in der Bundesliga up-to-date sein, sondern natürlich auch international das alles verfolgen. Klar, dann hat man noch so ein paar eigene Interessen im Fußball, die man dann auch nochmal verfolgt, aber ich schaue schon sehr, sehr viel. Du hast ja sogar, glaube ich, einen Trainerschein, wenn ich mich
Richtig, ja, ich habe mittlerweile die B- und A-Lizenz ja schon gemacht vor einiger Zeit. Jetzt habe ich auch gerade frisch am Wochenende meine Bachelorarbeit abgeschickt. Ah, Da Mensch. ging es ja auch um Sportwissenschaften und speziell Fußball. Also habe mich auch da nochmal sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ja, der Trainerberuf ist etwas, was dann definitiv mein Ziel ist in den nächsten Jahren. Kannst ja zu Hertha zurückkommen mittlerweile. Der Berliner Weg, der müsste dir eigentlich ganz gut stehen. Zuletzt, glaube ich, Patrick Ebert auch als Trainer zurückgekommen. Also die ehemaligen werden ja auch gerne integriert, dann kannst du es deinem Vater gleich tun. Ja, das liegt am Ende des Tages nicht bei mir, sondern bei den Verantwortlichen. Wie gesagt, die wissen, was ich mache, wer ich bin. Ich hatte auch, wie gesagt, ja, letzte Saison sehr, sehr Ja, viel ja. Kontakt auch mit den Verantwortlichen. Klar hat man sich da auch mal ausgetauscht, aber bisher habe ich jetzt hier noch nichts Brandneues zu vermelden, dass ich irgendwie wieder zurückkehre. Verdammt, ich dachte, wir können jetzt hier den Schnipsel rausschneiden und gehen dann viral. So, genauso läuft dieser Podcast. Nein, Quatsch. Kommen wir zu eher dann nicht viralen Themen, sondern eher langweiligen organisatorischen Dingen, bevor wir dann in die Analyse, die Hertha-News und so weiter dann schalten. Erstmal danke für die riesige Welle an Resonanz für unsere letzte Podcast-Folge. Die Anzahl an Kommentaren und diesen weiteren Kennzahlen, die man so kennt, war enorm. Ich glaube, wir müssen öfter wohl in Zukunft mal 11-Freunde-Hefte verlosen. Das hat ganz gut funktioniert. Grüße nochmal an Luis Richter und Co. Die Hefte sollten dann mittlerweile auch bei den Gewinnern angekommen sein. Aber ja, da bedanken wir uns sehr. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das auf YouTube zu verfolgen. Ansonsten mit einer Woche Verspätung nochmal das Angebot, uns beim Tippspiel herauszufordern. Hertha Base Tippspiel gibt es diese Saison auch wieder. Dort könnt ihr unter anderem gegen zahlreiche Menschen aus unserer Podcast-Crew antreten. Dafür müsst ihr unter kicktipp.de/herthabase zusammengeschrieben, könnt ihr dort die Seite mal besuchen und euch anmelden. Und Thema Saisonspende, etwas sehr Erfreuliches. Unter der Woche habe ich dann mal alle Überweisungen gecheckt und sie für die Saison 22/23 ausgewertet, und das sind wahnsinnige 1.495 Euro zusammengekommen, die ich auf 1.500 Euro aufgerundet habe und jeweils 500 Euro an drei wohltätige Zwecke überwiesen habe. Zum einen 1892 hilft, Fans at Hertha e.V. und Scoring Girls. Wir sammeln auch diese Saison wieder. Dafür gibt's jetzt schon, glaube ich, fast 150 Wetten schon wieder auf unserem Discord-Server. Dort könnt ihr auch vorbeischauen und eure Saisonwetten abgeben. Sascha, für dich die Info. Wir haben letztes Jahr nämlich damit angefangen, dass es gibt dieses, seit Jahren gibt es diese Saisonwetten. Also tritt Situation X ein in einer Saison meines Vereins, spende ich den und den Betrag. So, da haben wir uns gedacht, warum sammeln wir das nicht als Podcast mit der Community? Und das hat dann letztes Jahr echt enorme Züge angenommen, und daraus hat sich jetzt halt diese Summe ergeben. Und auch dieses Jahr gibt es, wie gesagt, schon über 100 Wetten. Beispielsweise, ich spende 1 Euro für jeden Einsatz eines Dardais oder für jeden Heimsieg oder was auch immer. Und wir haben dann einen fleißigen Schatzmeister, der das tatsächlich alles zusammenträgt und am Ende ausrechnet. Und das ist quasi das Modell dahinter. So, Dann werde ich mich da organisatorisches. beteiligen. Oh, Sehr gerne. tragen wir gerne ein. Muss dir aber noch was Feines überlegen. Kannst du mir ja nach der Folge mal schreiben. Gerne. So. Gut, dann würde ich sagen, starten wir ins Eingemachte, und zwar in die Hertha News. Hertha News. Und da starten wir mit einem weiteren Herthaner, der jetzt beim ersten FC Union Berlin spielt. Kuriose Wochen dahingehend, innerstädtlich. Alexander Schwolo hat sich mit Hertha am Mittwoch auf eine Vertragsauflösung geeinigt und ist dann wenige Stunden später bei Union Berlin vorgestellt worden als, ja, zweiter Keeper, vielleicht erster Keeper, who knows. Ich habe heute irgendeine Boulevardzeitung gelesen, wo es hieß, ist er wirklich nur die Nummer 2? Na, ich glaube, bei Frederik Rönnow, sollte da nicht viel passieren, wird das tatsächlich doch die Form annehmen, die wir uns vorstellen können. Aber Puma, kurioser Transfer, wenn man so will, nach Lucas Tousart, der zweite Herthaner, der jetzt bei Union unterschrieben hat, ablösefrei. Aber soweit ich es eben auch verstanden habe, war da der Deal, Schwolo verzichtet auf eine Abfindung. Dafür darf er dann quasi aber sofort wechseln, weil Hertha als dritte Partei in so einem Deal quasi ausscheidet und man dann relativ schnell das Ding festmachen kann. Was hältst du denn von diesem Transfer? Macht das was mit dir oder sagst du gut, dass dieses Kapitel dann auch am Ende des Tages endlich durch ist? Ich glaube, in erster Linie überwiegt die Freude, dass wir diese Position losgeworden sind. Nicht menschlich, aber einfach von den Konditionen, wie sich das in den letzten Monaten entwickelt hat, war das, glaube ich, für keine Seite ansatzweise befriedigend. Ich glaube, Schwolo, ja, wollte auch nicht unbedingt zurückkehren zu uns. Wir sind froh, dass wir dieses Gehaltsproblem los sind. Es war im Endeffekt ein riesengroßes Missverständnis.
dass er jetzt zur Union geht, hat natürlich so einen bitteren Beigeschmack. Ja, bei einem Toussaint verstehe ich es noch ein bisschen. Der hat die letzten 3 Jahre sich hier in Berlin was aufgebaut, Familie und so weiter. Dass man da in der Stadt bleiben kann, das kann man irgendwie nachvollziehen. Bei Schwolo weiß ich jetzt nicht, wie privat er hier verwurzelt ist. Für ihn sicher persönlich vielleicht auch eine gute Möglichkeit. Man weiß ja, wie es läuft. Dann spielen die Champions League Vorrunde. Die Nummer 1 verletzt sich und schon bist du da drin, ja. Es kann auch wieder ganz schnell gehen. Insofern für ihn, glaube ich, auch nicht der schlechteste Karriereschritt. Und ja, am Ende des Tages, glaube ich, für alle die beste Lösung erstmal. Glaube ich nämlich auch. Ich meine, damals, als er aufkam, dass er eventuell nach Freiburg zurückkehren könnte, hatte ich ja auch gesagt, dass ich das eigentlich für den perfekten Deal halten würde, weil er in den letzten Jahren auch mental nicht immer stabil wirkte im Tor, sich einige Patzer geleistet hat und so hätte er ohne Druck als Nummer 2 Druck machen können, sich erstmal wieder in ein Team eingliedern können und so hat er das jetzt eben bei Union und wie du sagst, es geht dann relativ schnell. Union tanzt ja dann auch eben auf 3 Hochzeiten dieses Jahr. Er muss seinen Lebensmittelpunkt nicht verändern. Ich denke schon, dass der relativ verwurzelt dann, jetzt ist er ja auch seit jetzt 3 Jahren in Berlin unter Vertrag gewesen und ich glaube nicht, dass seine Familie mit nach Gelsenkirchen gekommen ist. Könnte ich mir jetzt jedenfalls nicht vorstellen, dass das bei einer Laie mal eben gemacht wird, sondern da wird es wahrscheinlich auch das Pendeln gewesen sein. Sascha, hättest du dir was anderes noch für Schwolo vorstellen können? Ich habe ja gemutmaßt, eigentlich wäre er so ein Kandidat auch für Australien oder so, jetzt nochmal ein Abenteuer, wo er jetzt in Deutschland nicht mehr den besten Markt gehabt hat. Und wie bewertest du jetzt Herthas Torwartteam insgesamt? Jetzt ist mit Gersbeck ja noch so ein weiteres Fragezeichen dazugekommen, aber wie bewertest du das Torwartteam jetzt? Ja, ich glaube, erstmal für Schwolo ist es ja fast optimal gelaufen. Ich meine, er ist jetzt bei einem Club, der unglaublich euphorisiert ist in den letzten Jahren, der jetzt die Champions League erreicht hat. Und wir wissen alle, klar, als Torwart bist du erstmal hinten dran und sitzt nur auf der Bank, aber sobald sich halt auch mal der Torwart verletzt, schon bist du die Nummer 1 und dann, ja, kannst du auch mal Glück haben in den ersten Spielen, kannst vielleicht gar nicht so viel falsch machen, in Anführungsstrichen. Also für ihn, glaube ich, ist das das Beste, was ihm passieren konnte. Weil ich glaube nicht, dass er jetzt aufgrund der letzten Jahre und der gezeigten Leistungen so fair und so ehrlich muss man sein, jetzt so viel Möglichkeiten in der Bundesliga oder vielleicht sogar im Ausland gehabt hat. Für Hertha, glaube ich, ist es wichtig, jetzt wieder ein bisschen Geld einzusparen. Ich denke auch, wie du das beschrieben hast, dass das jetzt eine faire Lösung war. Da wird es auch keine Abfindung gegeben haben, sondern da wird man sich wahrscheinlich geeinigt haben, sodass das dann auch schnell über die Bühne gegangen ist. Ansonsten hat er sich, glaube ich, immer fair verhalten. Ich glaube, da kann man ihm nichts vorwerfen. Und ja, das Team, ich glaube, dass man erstmal froh ist, dass man Christensen nicht irgendwie verfrüht abgegeben hat. Und da jetzt ein Torwart drin hat, der letztes Jahr, ja, ich sag mal, Licht und Schatten gezeigt hat, sicherlich wirklich gute, herausragende Spiele, aber natürlich auch immer noch in so einem Prozess ist, er muss noch ein bisschen dazulernen, er ist sehr mutig. Bin gespannt, inwieweit er dieses Jahr ein Rückhalt für die Mannschaft werden kann, weil das Gersbeck nochmal im Tor für Hertha BSC steht, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Sollte sich das alles so als wahr herausstellen, was da geschrieben wird. Ja, das ist das große Fragezeichen, aber wie du es sagst, man muss, glaube ich, wirklich glücklich sein, Christensen nicht zu früh abgegeben zu haben. Nun hat man mit Tjaak Ernst sicherlich noch einen weiteren talentierten Torhüter, der gegen Wolfsburg ein gutes Debüt gefeiert hat und trotzdem auf eine Saison gesehen vielleicht doch noch zu unerfahren ist. Sicherlich gab es schon Torhüter, die in so eine Situation reingeworfen wurden und plötzlich funktioniert haben. So hat eine Karriere von dem Marc-André ter Stegen in Gladbach angefangen oder ähnliches. Aber trotzdem wäre dann die Frage gewesen, was ist, wenn der vielleicht gewisse Anlaufschwierigkeiten hat. Schwolo, sicherlich auch einer der Großverdiener noch gewesen auf dem Papier. Ich glaube, da ist es auch wichtig, tatsächlich das noch vor Monatsende gelöst zu haben. Sonst hätte ein weiteres Monatsgehalt hätte gezahlt werden müssen. So konnte man sich dem entledigen. Da gibt's ja noch andere Kandidaten theoretisch, wo man das sicherlich gerne auch noch vorher hinbekommen hätte. Dann muss es dann wahrscheinlich der August sein. Thema Suat Serdar, Thema Dudi Luke Bakio, vielleicht auch jemand wie Wilfried Konga. Aber zu den Namen kommen wir, wenn es dann soweit sein sollte. Das, wie gesagt, scheint sich ja noch ein bisschen zu ziehen. Bei Serdar beispielsweise hatte da der Serie noch auf der PK noch angekündigt, dass er sich vorstellen könnte, wenn Serdar mit möchte, dass er sogar ein paar Minuten bekommt, weil er solch ein Ausnahmefußballer ist, besonders in Zweitliga-Verhältnissen.
Aber gut, kommen wir zu einem Spieler, der vielleicht in der zweiten Liga weniger Ausnahmespieler ist, jetzt aber bei Hertha BSC unter Vertrag steht. Das ist nämlich Anderson Lokoki. Der Transfer wurde einen Tag vor dem Schwolo-Deal verkündet. Der Mann ist Linksverteidiger, 26 Jahre alt, kommt ablösefrei von Bundesligist Mainz 05, war aber letzte Saison an Zweitligist Hansa Rostock verliehen. Dort zum Ende hin nicht mehr zum Zug gekommen, muss man auch klar sagen, besticht, so wie ich es wahrnehme, mit seiner Dynamik, mit seiner Körperlichkeit. Es ist jetzt also kein Jeremy Ducek, der sonderlich spielerisch wirkt, sondern der wirklich eher klassischer Flügelläufer ist. Sascha, kannst du uns was zu dem Spieler verraten? Und wie bewertest du jetzt Herthas Linksverteidigerposition, die ja mit ihm und Ducek sicherlich jetzt besetzt sein sollte? Und damit ist ja auch das Fenster tatsächlich mal für Malvin Plattenhardt zu. Das war ja auch etwas, was bei Hertha-Fans rumgegeistert ist, dass sich da ja eventuell doch nochmal was ergibt, wenn beide keine Optionen finden. Ja, ich bin gespannt. Also er hat natürlich eine große Qualität, ist seine Dynamik und kann sicherlich auch darüber der Mannschaft helfen. Wir wissen aber auch, dass Pal Dardai sehr viel Wert auf defensive Stabilität setzt. Deswegen glaube ich auch, dass er im Gegensatz zu Ducek dort vielleicht auf dieser Linksverteidigerposition sogar ein bisschen die Nase vorn hat, weil ich den doch schon einen Tick offensiver sehe. Und wenn wir dann, müssen wir auch ein bisschen über das Zentrum ja auch sprechen. Das war dann schon sehr jung auch am Wochenende, dementsprechend auch dort sicherlich auch ein Ducek, der vielleicht dort auf dieser Position auch schon gespielt hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie da beide jetzt nur um diese Linksverteidigerposition konkurrieren. Bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das dann in den nächsten Wochen darstellt. Anderson Lokoki ja auch ein Talent gewesen, wirklich mal, war ja auch U20-Nationalspieler und ähnliches, dann ist die Karriere zuletzt ein bisschen in Stocken geraten. Rostock letztes Jahr war halt auch ein Kandidat für einen Abstieg, da passieren manchmal Eigendynamiken im Kader, dass du plötzlich raus bist und für das Kollektiv vielleicht auch draußen bleiben musst, heißt nicht, dass du ein schlechter Fußballer bist, sondern dass es in dem Moment nicht gepasst hat. Was mir bei ihm auch aufgefallen ist, ist die kurze Vertragslaufzeit und das zieht sich durch die bisherigen Transfers auch durch. Das finde ich aber ehrlich gesagt sehr positiv, weil Hertha auch früher ein Kandidat war, Spielern provisorisch erstmal die 4 bis 5 Jahre zu geben. Jetzt habe ich das Gefühl, schaut man da sehr viel detaillierter drauf und guckt, ist das ein Spieler für ein Jahr zum Probieren? Ist das jemand für 2 Jahre, für 3 Jahre? Und länger wurde es in den Verträgen, glaube ich, bislang auch nicht. Finde ich ehrlich gesagt sehr angenehm, weil man sich damit ja auch finanziell keine riesige Bürde auflastet. Puma, hast du noch was zu dem Transfer zu sagen? Und glaubst du auch, dass Ducek eventuell dann eher ein Kandidat sogar fürs Zentrum sein könnte? Ja, ich glaube, aus gegebenen Gründen ist der Transfer nachvollziehbar. Also wir mussten auf der Position was tun. Wir haben jetzt eine Lösung bekommen in einem guten Alter mit Zweitliga-Erfahrung, sogar ein bisschen Erstliga-Erfahrung. Das Fußballerische ist auf jeden Fall gegeben. Und wir haben ja auch jetzt gesehen beim Spiel gegen Düsseldorf, um mal vorwegzugreifen, wie so ein Sefuig mit seiner körperlichen Art wirklich auch dem Spiel seinen Stempel ein Stück weit aufdrücken konnte. Mhm. Wenn wir sowas auf der linken Seite haben, dann ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. Und eben die Flexibilität, die für ihn spricht. Wir haben es jetzt auch gesehen, unser defensives Mittelfeld ist eben sehr dünn besetzt aktuell, sehr jung auch noch und unerfahren. Wenn wir da ein bisschen mehr Variabilität haben, dann kann das nicht schaden. Würde ich auch sagen. In der Woche wurde auch der Transfer von Palko Dardai verkündet. Da wir aber in der letzten Podcast-Folge darüber schon geredet haben, weil er da ja nahezu fix war, würde ich sagen, halten wir uns da mit dem Namen gar nicht auf. Wird ja auch noch ein Thema in dieser Podcast-Folge sein, in der Spielanalyse. Ich wäre aber sehr dafür, dass wir das nicht so boulevardesk aufbauschen, wie es in den letzten Tagen und Wochen dann teilweise gemacht wurde. Und ich würde sagen, dann gehen wir tatsächlich einfach mal in die Spielanalyse rein und reden über die Niederlage in Düsseldorf. Spielanalyse. Ja, Samstagabend, Hertha bei Fortuna Düsseldorf zu Gast, fast schon Erstligarahmen, wie Pal Dardai es ja auch genannt hatte. Muss man tatsächlich sagen, das fing ja schon am Freitag an mit auch dieser völlig irren Partie zwischen dem HSV und Schalke. Jetzt dann Düsseldorf-Hertha, auch weitere Namen. Ich fand jetzt auch Lautern St. Pauli, das ist jetzt klingt jetzt auch nicht unbedingt nach zweiter Liga. Aber reden wir vielleicht erstmal nicht über die Atmosphäre, sondern über das Sportliche. Die Aufstellung Puma war ja so zu erwarten, die hat sich ja auch schon in den Testspielen abgezeichnet, besonders dann im letzten Testspiel gegen Lüttich, was ja schon einen Pflichtspielcharakter hatte. Für dich gab es da trotzdem irgendwelche Überraschungen? Hättest du dir doch irgendeinen Spieler gewünscht oder vorgestellt? Und wie findest du, ist Hertha in die Partie gekommen?
Nein, an Überraschung gab es an sich nicht wirklich. Bei Sefulk habe ich kurz geschaut, dass der in der Startelf steht. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Und ich glaube, die Kapitänsbinde, dass die an Richter gegangen ist, das war auch nicht so eindeutig vorher. Das stimmt, ja. Da hätte ich tatsächlich eher Christensen oder Kempf gesehen, der das übernimmt. Ansonsten, genau, stellt sich die Mannschaft zum Teil ja auch alleine auf, gerade weil die Neuzugänge auch noch nicht wirklich integriert sind, so wie Dardai das im Vorfeld angekündigt hat, beziehungsweise noch nicht auf dem Fitnessniveau, wie er es gerne haben möchte. Ein Thema, zu dem wir wahrscheinlich auch nochmal kommen später. Ansonsten hat man schon gemerkt, dass das Team recht nervös ist, ja, aber das war jetzt nicht nur Hertha, sondern auch Düsseldorf. Die Anfangsphase war so ein bisschen abtasten mit vielen Fehlern auf beiden Seiten, ohne dass sich wirklich herauskristallisiert hätte, wer jetzt das Spielgeschehen in die Hand nimmt. Ich fand tatsächlich das, nervös, ich weiß gar nicht, ob das ein nervöser Start war, es war ein überaus kontrollierter Start, weil ich glaube ich kein Team die Blöße geben wollte, hier früh zurückzuliegen, Düsseldorf als Heimmannschaft und Hertha als vermeintlicher Favorit aufgrund des Bundesliga-Abstiegs, da wollte kein Team zu früh, glaube ich, den Fehler machen und ich empfand das als eine sehr kontrollierte Anfangsphase, wo beide Mannschaften sich erstmal, glaube ich, auch ein Stück weit im Kollektiv finden wollten. Sascha, wie hast du die Anfangsphase empfunden und ist dir auch aufgefallen, dass das sofort eine typische Pal Dardai-Mannschaft war gegen den Ball? Ich habe es gerade sagen wollen. Ich glaube, was erstmal sehr positiv ist, dass die Mannschaft sofort wieder Pals Stil verinnerlicht hat. Es geht ihm darum, wirklich das Spiel ein Stück weit aus der Defensive zu kontrollieren. Ich fand, dass es ihnen eigentlich ganz gut gelungen ist, dass sie da sehr wenig zugelassen haben. Es war auch immer ein ähnliches Muster vom Anlaufen vorne, dass sie ein bisschen abgewartet haben und dann irgendwann doch den Torhüter angelaufen sind, so ein bisschen, dass er über die linke Seite eröffnen musste. Ich fand, dass das Niederlechner und Marco Richter wirklich auch gut gemacht haben, sind ja auch beide taktisch da clever. Das hat der Pal auch immer wieder hervorgehoben. Mich hat die Kapitänsfrage auch ein bisschen überrascht. Muss ich ehrlich sagen, kann es aber ein Stück weit nachvollziehen. Puma, du hast ja auch Kempf mal reingeworfen. Bei ihm habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen. Dann wird ja auch noch so ein bisschen spekuliert, ob er auch eventuell noch den Verein verlässt. Ich finde halt, dass er immer noch irgendwie nicht so richtig angekommen ist in Berlin und da stelle ich mir halt so ein bisschen die Frage, ob das dann ob man ihm damit auch einen Gefallen tun würde. Ja? Und wenn wir später noch über das Gegentor sprechen, dann ist er da auch ganz, ganz dicke mit drin, leider, dieser Situation. Ja, deswegen, ich fand, dass sie es eigentlich ganz, ganz gut gemacht haben mit Ball. Das ist jetzt auch nicht Pals Handschrift, dass das jetzt große Ideen sind. Sie hatten ein paar Möglichkeiten, gut umzuschalten, haben es dann nicht sauber genug zu Ende gespielt. Von daher, wenn sie dort aber diese Kompaktheit, dieses wirklich gut gegen den Ball arbeiten, sie haben die Räume extrem eng gemacht gegen den Gegner, der sehr heimstark ist, die haben 2023, klar, jetzt ist eine neue Saison, aber die hatten keine Neuzugänge in der Startelf, das heißt, die Mannschaft kennt sich auch, da haben sie wenig zugelassen, bin gespannt, wie viele Mannschaften in Düsseldorf wirklich dann auch was holen. Ja. Dementsprechend habe ich da, fand ich, einen ganz, ganz ordentlichen Auftritt gesehen von der Mannschaft. Und wie gesagt, in der Offensive sicherlich noch Luft nach oben, aber das Spiel musst du nicht verlieren. Ich glaube, ein Punkt wäre absolut verdient gewesen. Kommen wir zur Chronologie der Ereignisse zurück. Am Beginn fand ich auch eben sehr auffällig Mittelfeldpressing. Also es wurde nur sehr situativ mal auf den Torhüter, wie du erwähnt hast, Sascha, gegangen. Ansonsten war es ein sehr klares Mittelfeldpressing, wo man die Ketten eng gehalten hat. Das hat doch Daniel Thune nach der Partie lobend hervorgehoben, dass man sich dadurch sehr schwer getan hatte. Düsseldorf hatte in der ersten Halbzeit 63% Ballbesitz und man hat es eigentlich nicht gemerkt, weil es extrem viel toter Ballbesitz auch war. Also egal, welche Angriffsmetik du nimmst, Hertha hat sie eigentlich unterbunden. Hertha wurde nie überlaufen über eine Seite. Hertha hat keine Chipbälle hinter die Kette bekommen. Hertha hat das Zentrum sehr dicht gehalten. Da hilft natürlich wieder eine Doppel-6 aus zwei gelernten Innenverteidigern. Da passiert gar nichts tatsächlich. Das war sehr diszipliniert verschoben sehr oft. Und wie gesagt, immer mal wieder situativ mit Niederlechner und Richter, die auch sehr pressingstark sind. Also die gehen unglaublich viele intensive Läufe. Hat man das, finde ich, im Kollektiv
schon zu Beginn sehr gut gemacht. Und ich glaube, das war auch der Hauptfokuspunkt, so in die Begegnung zu kommen und darauf dann weiter alles aufzubauen. Ich überlege gerade, die erste Chance war ja die von Seevolk, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Der dann auf der rechten Seite eher durch Zufall freigespielt wird, den Haken nach innen zieht und mit seinem schwachen linken Fuß dann abzieht. Die Chance, ja, verdattelt er dann, aber ist auch nicht sein starker Fuß gewesen. Und er hat, glaube ich, selber nicht ganz damit gerechnet, zum Abschluss zu kommen. Aber über Deo Weise Seevolk hätte ich schon noch gerne auch nochmal gesondert gesprochen. Für mich relativ klar der Mann des Spiels, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe ihn ja so ein bisschen künstlich durch die Vorbereitungszeit gehypt, weil die letzte Vorbereitungsphase genauso war und plötzlich war er aus dem Geschehen wieder raus. Ich frage mich, woran das damals auch lag. Ich habe das schon das Gefühl, dass man damals schon Neuzugang Kenny auch unbedingt spielen lassen wollte, denn in der Vorbereitung hatten die sich eigentlich nichts genommen. Jetzt ist es tatsächlich mal so, dass Kenny anscheinend den Verein verlassen will und Seevolk dadurch den Vorzug bekommen hat. Und ich finde, von Beginn an der absolute Aktivposten teilweise und auch defensiv sehr oft ausgeholfen. Puma, wie hast du seine Leistung gesehen zu seiner Verletzung der sehr ärgerlichen Kombia noch? Aber empfandest du ihn auch als so auffällig? Definitiv, ja. Also gerade aufgrund seiner Dynamik, wie er, oder ja, seiner Präsenz dadurch, wie er auf dem Feld steht, war es schwer, ihn nicht zu sehen, ne? Und der ist in jeden Zweikampf wirklich mit Power reingegangen. Linie hoch und runter, wie man sich das wünscht. Also auch die Wege offensiv mitgemacht. So kam es ja dann auch zu dieser Torchance, dass er da rechts diesen etwas verunglückten Seitenwechsel von Rehse, glaube ich, war das, ja, eigentlich perfekt aufgenommen hat, auch mit einer guten Täuschung und dann zu dieser Chance kam. Aber eben auch defensiv sich nichts abnehmen lassen hat, ne? Also der stand gut, der war in den Zweikämpfen drin, hat die auch für sich entscheiden können zum Großteil. Teilweise wieder halt so ein bisschen, wo man denkt, ah, oh, Junge, wenn er da den Ball nicht erwischt, dann kann das Spiel auch schnell zu Ende gehen für ihn. Ja, das Risiko trägt man mit ihm, ne? Ja. Aber ansonsten, gerade wenn man den Vergleich zu seinem Pendant auf der linken Seite hat, eben gerade auch die Dynamik nach vorne, sehr, sehr schön zu sehen. Also schade, dass man das mit Winkler nicht hat noch ein bisschen länger beobachten können, wie sich das entwickelt hätte. Du sprichst es an, Winkler musste in der 29. Minute verletzt ausgewechselt werden. Die Szene in Zeitlupe zu sehen hat, glaube ich, jeden, der schon mal Fußball gespielt hat und Ähnliches erlebt hat, zusammenzucken lassen. Jetzt wurde mittlerweile auch bestätigt, Sascha, dass das eine wochenlange Verletzung sein wird, also der Außenbandriss. Hattest du schon mal eine ähnliche Verletzung? Wie lange warst du raus? Und wie bewertest du jetzt Herthas rechte Seite, auch dadurch, dass beide ja jetzt verletzt fehlen werden? Wie bewertest du das auch im mannschaftlichen Prozess? Die Mannschaft findet sich ja gerade erst und muss jetzt plötzlich einen komplett neuen Flügel bauen. So viel Zeit über meine Verletzungen zu sprechen, haben wir leider nicht. Dementsprechend. Stimmt, belastetes Thema. Ich wünsche ihm einfach, dass er schnell wieder fit ist, hat nach seiner Leihe sofort wieder Anschluss gefunden, stand zurecht, fand ich in der Startelf. Deswegen hoffen wir einfach, dass er schnell wieder fit ist. Hinter ihm, Seevolk, fand ich, hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, da bin ich absolut bei euch, umso bitterer, dass auch er ausfällt. Ja, ich glaube, es kann vielleicht sogar in Anführungsstrichen von Vorteil sein, dass jetzt komplett die Seite neu besetzt wird. Und dementsprechend auch im Training wahrscheinlich jetzt da zwei einfach starten dürfen, die dann auch im Training oft vielleicht die B11 gemimt haben. Dementsprechend, glaube ich, ist das aufzufangen. Wie gesagt, der hat mich sehr überrascht, vor allem auch in der Defensive. Gerade gab es hinten raus zwei, drei Situationen, wo er im Prinzip auch im 1 gegen 1 verteidigen musste, wo er wirklich alles reinwerfen musste. Man hat ihn mir auch dann angemerkt, also ich habe ja mit Stobi geschaut, auch ein Kollege, ja, schöne Grüße an der Stelle. Wir haben gesagt, also wenn der es noch in den Bus schafft, dann sind wir froh. Also das war schon beeindruckend letztendlich, was er dann da wirklich bis zur 96., 97. Minute gezeigt hat. Ja, hat er sein Leben auf dem Platz gelassen, das kann man gar nicht anders absolut sagen. Absolut, und ich glaube, dass ihm das ja nicht so viele auch zugetraut hätten, dass er dann auch so Charakter zeigt und wie gesagt auch vorne in der Offensive war er immer mal wieder dabei, dass dann nach so einem Sprint über 70 Meter und einem guten Haken vielleicht dann auch ein Stück weit die Power fehlt oder die letzte Konzentration, dann noch einen sauberen Abschluss zu haben. Viele sehen dann immer nur diesen Torschuss und sagen, ja,
Der muss doch dann besser kommen, aber diese ganze Aktion vorher, dementsprechend, ja, hoffe ich einfach, dass er schnell wieder fit wird, weil er mit seiner Dynamik auf jeden Fall helfen kann. Das Positive ist ja, dass er nach dieser Szene, man hat es ja gesehen, wirklich, wo es wehgetan hat, ne, dass er da noch auf dem Platz bleiben konnte. Das spricht ja immerhin schon mal dafür, dass ja kein Muskelfaserriss oder sowas passiert ist, ne? Sonst wäre er da, glaube ich, nicht mehr über den Platz gelaufen. Er hat schon stark gehumpelt und er wird ja jetzt auch bis auf weiteres fehlen bei der Muskelverletzung. Also dementsprechend wird es ja auch etwas enger oder etwas ärger gewesen sein. Kommen wir zum Spiel zurück. In der 30. Minute die vielleicht gefährlichste Szene der ersten Halbzeit. Man muss sagen, die erste Halbzeit wurde mit jeweils 3 Schüssen auf beiden Seiten, kein Schuss davon aufs Tor beendet. Also unendlich viel analysieren können wir dann auch in der Offensive gar nicht zur ersten Halbzeit. Aber es gab in der 30. Minute diesen super Steckball von Fabian Reese auf Florian Niederlechner. So linker 16er rum. Der Schuss wurde dann in letzter Sekunde abgeblockt. Jetzt scheint ja anscheinend auch schon der nächste Stürmer in den Startlöchern zu stehen mit Tabakovic. Jetzt berichten mehrere Medien sogar, dass er kommen soll. Serdar Dursun war ja auch lange im Gespräch, würde bedeuten, dass der sehr wahrscheinlich nicht kommt. Und Pal Dardai hat öfter angedeutet, oder nicht nur angedeutet, er ist ganz klar so gesagt, wir brauchen einen Knipser. Wie bewertest du bislang Niederlechners Zeit auch in Berlin, Sascha? Er hat jetzt in den 16 Bundesliga-Partien für Hertha ein Tor geschossen. Sicher, keine einfache Zeit für Mittelstürmer. In der Vorbereitung auch nicht geknipst und auch in diesem Spiel war es ihm dann nicht gegönnt. Er hatte ein, zwei Situationen, war aber dann den entscheidenden Schritt zu spät. Glaubst du, es ist ein Niederlechner-Problem? Ist es ein mannschaftliches Problem und kann da noch ein weiterer Stürmer helfen? Also ich kenne ja Flo selber, wir haben ja auch gemeinsam auf dem Platz Tatsächlich, ja. gestanden. Ja, also er hat die Qualität, er hat sowohl in der Liga gezeigt, als auch schon in der Bundesliga. Gerade in dieser Situation, die du beschreibst, in der ersten Halbzeit, glaube ich, er stiehlt sich weg, war ja so ein abgewehrter Ball. Genau. Das macht er halt wirklich clever, da ist er ausgeschlafen und was mir dann so ein bisschen gefehlt hat bei ihm, ich glaube, wenn er schon in der Vorbereitung ein bisschen geknipst hätte oder letzte Saison vielleicht nicht nur einen Treffer erzielt hätte, hätte er da nochmal aufgezogen, hätte ihn nochmal ins Leere laufen Ja, lassen. genau. Das kann er einfach, das hat er schon gezeigt. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch Stürmer wart, aber jeder, der die Stürmer kennt, wenn du triffst, dann ist das einfach ein Stück leichter alles. Ich bin mir sicher, sollte er jetzt sehr zeitnah, vielleicht sogar schon am Freitag, treffen, dann ist er in der Liga für 15 Treffer gut. Also da bin ich mir wirklich Das sicher. glaube ich Ich auch. bin auch davon überzeugt, dass er fit bleibt. Das war jetzt auch bei ihm oftmals jetzt nicht sein Problem, sondern er weiß ganz gut, glaube ich, was er tun muss, um fit zu sein. Es ist natürlich bei Pal schon ein Stück weit für die Angreifer vielleicht ein bisschen intensiver, das haben wir auch schon thematisiert, weil wenn du dann natürlich dann mal vorne einen Ball bekommst, dann fehlt dir vielleicht doch so ein bisschen so die letzte Konzentration, weil du noch ein bisschen kaputt bist, weil du wieder zwei, dreimal wirklich einen Sprint über 30, 40 Meter im Pressing anziehen musstest. Dementsprechend, um deine zweite Frage zu beantworten, klar braucht Hertha auch trotzdem noch einen Stürmer, der dann ihn auch mal entlasten kann oder wenn du auch mal mit 2 Stürmern agierst, ja, vielleicht sogar schon am Freitag, wenn du eine Mannschaft hast, die vielleicht mit Ball nicht so viel anstellen möchte, wo du dann auch mal das Spiel machen möchtest, weil ich glaube nicht, dass sie die ganze Saison Pal-Stil spielen können, ja, sondern manche Mannschaften, glaube ich, sagen auch, dann macht mal im Olympiastadion und zeigt mal. Und da musst du auch vielleicht von Beginn an mal mit 2 Stürmern agieren und mit Marco Richter dahinter kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Dementsprechend, glaube ich, ja, tut es der Mannschaft schon gut. Ich meine, der Prävliak hat ja auch in der zweiten Mannschaft gleich getroffen in seinem Kurzeinsatz. Also ich glaube, du brauchst in den nächsten Wochen halt einfach da vorne jemanden, der auch mal aus nichts, wie man so schön sagt, dann mal eine Bude macht. Fassen wir defensiv zusammen die erste Halbzeit. Ich finde, das ist schon ein großer Zwischenerfolg, wie sich die Mannschaft gegen den Ball präsentiert hat. Das ist ja einfach die Kernkompetenz eines Pal Dardais, der ja auch mal auf einer Pressekonferenz zu erstiger Zeit noch sagte, er guckte ja in den Raum voller Journalisten und Journalistinnen und meinte, in ein paar Wochen kriege ich es hin, dass ihr auf ziemlich gutem Niveau verteidigen könnt. Angreifen ist dann wieder eine andere Geschichte. Das hat er jetzt wieder bewiesen, finde ich. Also gegen den Ball war das sehr viel besser als alles, was ich in der letzten Saison oftmals gesehen habe. Wir reden eben auch über eine Mannschaft, klar, nicht mehr dieselbe Mannschaft, aber ein Stück weit ja doch, die in der vergangenen Saison 69 Gegentore kassiert hat. Das war die drittschlechteste Abwehr der Liga. Und da musste ja auch ein Hauptaugenmerk drauf liegen, weil darauf ja auch alles basieren wird. Also, das war ja vielleicht auch manchmal das Problem unter einem Sandro Schwarz, dass man
das Spiel von vorne gedacht hat. Das ist sein Ansatz und das ist ein mutiger Ansatz, der funktioniert aber vielleicht nur mit gewissem Spielermaterial. Und Pal Dardai ist dann pragmatisch genug zu sagen, nee, Leute, also solange das da hinten mir noch nicht gefällt, brauchen wir gar nicht über vorne reden. Und ich glaube, das hat der Mannschaft in Düsseldorf auch gut getan, denn es wäre durchaus möglich gewesen, wir haben schon drüber geredet, Düsseldorf ist ein absolut etablierter, aber auch ambitionierter Zweitligist. Die ruhen in sich selbst, sie hatten keinen Neuzugang in der ersten Elf. Da hätte Hertha in der ersten Halbzeit auch mit 0-2 in die Kabine gehen können bei einem anderen Spielverlauf, wenn sie es denn zugelassen hätten. Und dann hättest du die Röhre geschaut. So fand ich es total in Ordnung zu sagen, Zwischenerfolg, das 0-0 halten und dann in der zweiten Halbzeit gucken, was offensiv geht. Mussten sie ja dann zwangsläufig auch. In der zweiten Halbzeit wurde ja aber ein anderer Aspekt des Spiels sehr ersichtlich, über den wir jetzt auch wahrscheinlich länger reden müssen. Und das ist das Spiel mit Ball. Ich hatte es auch schon in Artikeln oder auch hier im Podcast oft erwähnt. Das zieht sich durch, hat sich auch durch die Vorbereitung gezogen. Hertha hat ein massives Problem im Zentrum. Und das liegt an mehreren Dingen. Das liegt an einer Innenverteidigung aus Kempf und Leistner, die nicht für eine kreative Spieleröffnung bekannt ist. Also die spielen den Ball sehr konservativ, was gar nicht schlimm ist, weil du dadurch auch Fehler verhinderst. Und das kann ja auch der Ansatz sein, zu sagen, wir wollen gar nicht groß über die Innenverteidigung aufbauen. Aber wenn dann auch gleichzeitig deine Doppel-Sechs aus zwei gelernten Innenverteidigern besteht, wo der eine zwar sich auf der Sechs jetzt einspielen soll mit Marton Dardai, aber auch noch nicht die Erfahrung mitbringt, und du dann auch noch einen Marco Richter hast, der ebenfalls neu auf der Zehnerrolle ist und ich fremdel auch noch mit dieser Situation, dann wird's halt kompliziert. Denn Marco Richter ist für mich, also es gibt im Football-Manager gibt's die Rolle des Schattenstürmers. Also jemand, der sich hinter der Spitze selber an Torabschlüssen versucht und sich weit vorne positioniert, eben nicht der klassische Spielmacher, der etwas statischer versucht, den Ball auf seine Mitspieler weiterzulenken. Das ist für mich Marco Richter. Und das hat man auch besonders in der zweiten Halbzeit oder auch in der ersten in einigen Situationen gesehen, dass er den freien Mitspieler eben nicht sieht und selber zum Abschluss kommen möchte. Und schon hast du ein riesiges Loch im Zentrum. Sascha, glaubst du, dass man dieses Problem, dieses Loch im Zentrum mit dem bestehenden Personal lösen kann, mit einem kollektiv-taktischen Ansatz? Oder ist es tatsächlich einfach auch das Problem, dass du aktuell aus einem Pascal Clemens und Dardai nichts anderes bauen kannst? Gut, die Frage wird natürlich sein, bleibt jetzt auch Suat Serdar? Also wenn du natürlich mit ihm also das ist natürlich schon so ein bisschen die Frage. Wenn du jemanden mit seiner Qualität auf der Acht hast, dann sage ich, als Übergangsspieler, dann kann das auch reichen. Ja. Wenn du natürlich jetzt noch jemanden holen musst, dann, oder wenn er noch gehen sollte, dann glaube ich, musst du auf jeden Fall da reagieren, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, es sind halt vier gelernte Innenverteidiger jetzt auf dem Platz gestanden. Gut, Pal hat auch letztes Jahr, glaube ich, bei Marton gesagt, bei dem weiß ich, wenn ich den auf die Sechs stelle, dass der da auch bleibt, deswegen hat er dann ja auch mal dort gespielt. Aber wenn du jahrelang als Innenverteidiger agierst, wo du keinen im Rücken hast, dann ist das einfach ein anderes Spiel. Wenn er Platz hat, wenn er keinen Druck spürt, dann kann er auch mal einen guten Chipball spielen, exakt, den er auch zweite Halbzeit einmal spielt. Aber wenn natürlich das Spiel enger wird oder wenn er auch mal jemanden von links oder rechts kommt oder von hinten, dann hat er natürlich noch Potenzial nach oben. Dementsprechend ist das sicherlich eine Position, wo du überlegen musst, da nachzubessern. Ich muss sagen, Marco Richter traue ich schon zu auf der 10, weil er eben einfach diesen außergewöhnlichen Torschuss hat. Ja, und auch in der zweiten Liga sind die Torhüter noch mal ein bisschen schwächer. Wenn du dann vielleicht wirklich dann mal mit zwei Spitzen agierst und dann eher dahinter, dann kannst du auch mal auf Abpraller gehen. Oder dann kannst du vielleicht, dann kann er sich vielleicht auch mal so ein bisschen rausziehen von dieser Position und mit seinen Flanken, wo er auch einfach eine herausragende Qualität hat. Aber klar, jetzt am Wochenende war es noch nicht der Marco Richter, glaube ich, den Hertha dann auch braucht. Vor allem, wenn er jetzt vielleicht sogar dann der Kapitän dieser Mannschaft ist, der vorne weggehen muss, dann muss er natürlich trotzdem irgendwie für Scorer-Punkte da sein. Ja, weil übers Pressing oder sowas, auch wenn er das sehr ordentlich gemacht hat, wird er sich trotzdem auch selber nicht definieren. Ja, ja. Vielleicht an der Stelle, also es ist wirklich die Frage auch, wie du das Mittelfeld aufstellst. Ich glaube, auch ein Richter kann auf der Position, oder bin ich mir sicher, der wird seine Scorer machen, ohne aber den großen Benefit für das Team zu haben, wenn das Mittelfeld so bleiben sollte, weil dir dann komplett das Bindeglied fehlt. Also wenn du mit so defensiven Sechsern spielst, dann brauchst du einen Zehner, wie du ihn aus dem Lehrbuch kennst, ja, genau, der die Bälle verteilt und so.
Da hat der Sky, ich habe es bei Sky geschaut, Moderator zwischenzeitlich gemeint, dass er die Bälle sehr gut verteilt und so. Das habe ich ganz anders gesehen tatsächlich. Also wenn er den Ball hat, dann geht das schon schnell Richtung Tor bei ihm. Und ja, dann brauchst du halt doch diesen Achter noch dazwischen, der das Spiel dann mehr lenkt, als ein Marco Richter das tut. Insofern ja, wird sich das auch sicherlich davon nochmal... Zumal Marton Dada ja auch ein sehr statischer Sechser ist, was gar nicht das Problem ist. Das ist sein Profil. Er ist dieser Anker-Sechser, der einen klaren Bereich abdeckt. Aber wenn du keinerlei Sechser hast, die auch mal eine Dreiecksbildung versuchen, um sich auch mal rauszukombinieren, sondern der Ball, das war ja ein großes Problem auch in dem Spiel und auch in den Vorbereitungsspielen. Hertha spielt aktuell sehr eindimensional im Angriff. Es muss über die Flügel gehen, weil es im Zentrum nicht funktioniert. Also du musst eigentlich über den Fabian Reese spielen. Aber das weiß der Gegner ja auch. Und wenn du dann da rechts Fabian Reese gegen den Felix Klaus und Zimmermann spielen musst, die alle beide auch wirklich viel Erfahrung haben und auch schon Bundesliga verteidigt haben. Du hast ja gesehen, dass Reese eben nicht so abgeht wie in manch Testspiel. Der hat sich auch deutlich schwerer getan. Dann hat ja auch mal die Seiten gewechselt mit Parko Dardai. Und das stelle ich mir aber mit gewissen Abläufen sogar ganz gut vor, wenn du theoretisch die Möglichkeit hast zu rotieren da vorne. Dass ein Reese mal auf dem rechten Flügel ausweicht, Parko Dardai kann alle drei Offensivpositionen spielen, Marco Richter theoretisch auch. Also was wäre denn, wenn Marco Richter tatsächlich mal auf dem rechten Flügel rückt und Parko Dardai dafür die Mitte besetzt? Das sind ja Sachen, die du in der zweiten Liga theoretisch umsetzen könntest, die den Gegner aus dem Konzept bringen. Und dann ist die Mannschaft der Spielmacher und nicht der eine Spieler. Das kann sein. Das braucht aber sehr viel Zeit, weil die Spieler sich erst kennenlernen müssen. Du musst ja ein Gefühl füreinander entwickeln. Und ja, Pascal Clemens hat seine Sache ordentlich gemacht, würde ich sagen, dafür, was er auf dieser Position dem Team bringen kann. Er ist nicht aufgefallen. Und das zeigt aber auch, dass er jetzt nicht großartig negativ aufgefallen ist. Und das finde ich für einen 18-Jährigen, der jetzt sein zweites Profispiel gemacht hat, sehr in Ordnung. Also da darf man gar keine falsche Erwartungshaltung haben. Aber kommen wir zur zweiten Halbzeit. Dort gerät Hertha sehr schnell in Rückstand. In der 51. Minute verteidigt man, ja Mensch, ist denn schon wieder letzte Saison, einen Einwurf nicht gut? Das hast du in deinen Analysen sicherlich auch mal herausgearbeitet, Sascha, dass Hertha bei Einwurfsituationen gerne mal pennt. Das war letzte Saison oft das Problem, besonders in der Endphase, die Spiele gegen Schalke oder ähnliches, wo man den Flankengeber nach einer Situation nicht deckt und dann auch noch den Schützen im Strafraum nicht deckt. Beschreib uns doch mal die Situation des 0:1 aus deiner Warte. Wer hat alles Fehler gemacht? Das war ja dann doch insgesamt auch ein kollektives Problem, weil niemand kommuniziert hat. Ich glaube, der springende Punkt ist, dass die Jungs einfach diese Situation unterschätzen. Ich meine, das ist ein Einwurf schon auf Höhe des 16ers, wo ich im Prinzip weiß, okay, vielleicht kommt sogar gleich der Einwurf rein. Das heißt, es kann gleich brennen im Strafraum. Da sind, keine Ahnung, unter Umständen 12 Spieler. Und das ist so ein Stück weit, was mir auch letzte Saison schon oft aufgefallen ist. Diesmal ist halt einfach ein Einwurf. Der Düsseldorfer hat nicht mal so unbedingt Bock, eigentlich den Ball wiederzubekommen, hat man sogar den Eindruck. Dann ist es halt so ein bisschen halbherzig von vorne. Klar geht er dann durch die Beine, der Pass. Aber am Ende des Tages musst du natürlich dann die Flanke verhindern. Da musst du auch ein Stück weit einfach aggressiver raustreten. Also Fabi Reese natürlich in der Situation. Aber was dann natürlich auch haarsträubend ist, ist das Verhalten insbesondere von Kempf in der Mitte. Wenn man sieht, in dem Moment, wo die Flanke kommt, schauen alle nur zum Ball. Keiner hat irgendwie Kontakt zum Stürmer. Und wenn ich halt 7-8 Meter vor dem Tor, dann irgendwann muss ich auch mal raus aus dieser Raumverteidigung. Da muss ich gegen den Mann verteidigen. Dann ist es sicherlich eine gute Bewegung von Ginczek. Aber wenn er eins beherrscht, dann ist es mit einem Kontakt zum Abschluss zu kommen. Und dass er da im Prinzip nicht mal Körperkontakt spürt, in dem Moment, wo er schon von vorne läuft, dann ist das einfach auch in der zweiten Liga viel zu wenig letztendlich. Und das hat mir übrigens dann auch bei Sky gefehlt. Da ist dann ein Innenverteidiger als Experte und dann wird das gelobt, das Stürmerverhalten. Aber dass das halt in der Innenverteidigung einfach sehr leicht zu verteidigen ist, wird dann halt auch beim fünften Mal anschauen, dann gar nicht thematisiert, aber gut. Da trafen wir ja anderes Thema. Ringsum auch Erfahrung aufeinander. Daniel Ginczek, der ja schon in der Bundesliga seine Buden gemacht hat, aber ja auch Toni Leistner und Marc-Oliver Kempf, die über unendlich viel Erfahrung verfügen. Und das habe ich in der Szene auch nicht verstanden. Du sprichst es genau an. Ich finde auch, es wird viel zu spät von Raum auf Manndeckung gewechselt, weil
Toni Leistner in einem völlig toten Raum steht. Der deckt gar nichts mehr am Ende. Also es hätte ja durchaus sein können, dass Kempf macht ja eine Bewegung, die durchaus Sinn ergibt, dauert noch was zu verteidigen. Da muss aber das Kommando an Toni Leistner kommen, jetzt nimmst du bitte Daniel Ginczek, weil ich möchte, wenn der Ball scharf reinkommt, da den Raum zu machen. In irgendeiner aber Weise. Das muss dann, ganz ja. kurz, das muss aber dann gleich herkommen. Also genau. In dem Fall, ja. finde ich, gibt's da nichts mit übergeben oder sowas, sondern im Prinzip, wo der, kurz bevor der Einwurf losgeht, ja. da muss ich ja schon ganz klar sagen, okay, das ist jetzt meiner, das ist deiner. Sollten die irgendwie jetzt Bewegungen machen, okay, dann übernehme ich. Aber das hat mir dann in dieser Situation von zwei echt erfahrenen Innenverteidigern, das muss man auch sagen, schon gefehlt. Weil so viele Situationen mussten sie am Ende nicht verteidigen, Richtig. Wo sie gefragt waren. Richtig, genau. Ja, zumal Kempf nicht mal den Zweikampf gewinnen muss, ne? Er muss den Weg mitgehen genau. und dann wird er angeköpft. So. Also das ja. war jetzt kein unhaltbarer Kopfball in dem Sinne. Und das ist halt etwas, was sich ja auch schon wieder durch die letzte Saison gezogen hat. Es ist so lange gut, bis Hertha einmal schläft. Also bis dahin konntest du die Abwehrleistung ja loben, musstest du loben, das war sehr gut. Aber das ist ja, logischerweise fällt das ein Stück weit in sich zusammen, weil Fußball ein Ergebnissport ist, sobald du das Gegentor kassierst, dann haben die Minuten. Das eine ist halt auch kollektiv, weißt du? Genau. Und wenn ich halt natürlich den Raum extrem eng mache und sehr engmaschig verteidige, klar, dann habe ich da nochmal einen zweiten, der hilft, vielleicht sogar einen dritten, dann kommt der Pass da gar nicht hin. Aber das sind dann Situationen, da muss ich Verantwortung übernehmen. Das hat mir letztes Jahr auch oft nicht gefallen. Das sind auch oft Standardsituationen. Und das ist ja wie ein Standardtor. Das ist ein Einwurf, zack, Flanke. So, und da muss ich die Verantwortung übernehmen. Da muss ich sagen, okay, ich verteidige jetzt Ginczek. Klar ist es nicht einfach, das wissen wir auch. Ja, der hat natürlich auch eine Präsenz und hat natürlich da auch Qualität. Und das fehlt mir dann einfach. Und deswegen, um nochmal, Puma, um da nochmal zurückzukommen, Kempf ist dann für mich kein Kapitän, weil das sind so Situationen, der darf natürlich trotzdem Fehler machen. Aber wenn er in diesen Situationen dann nicht die Verantwortung übernimmt, auch diesen Zweikampf zu bestreiten, dann fehlt mir einfach ein Stück weit bei ihm etwas. Mhm. Ja, ich hatte mit einem Kumpel vor dem Spiel noch über die Relevanz von einem Kempf gesprochen für unsere Innenverteidigung und bin davon ausgegangen, dass in der zweiten Liga Kempf definitiv zu den besten Innenverteidigern gehören wird, aber das sind definitiv die Punkte, ja, wo man dann doch drüber streiten kann. Also dann lieber jemanden, der nicht diese Präsenz wie er hat, erstmal aber eben seinen Job einfach erledigt, ne? Und das sind genau die Momente, weil was du sagst, Sascha, also so im Kollektiv kannst du vieles auffangen, aber diese 1-gegen-1 Situation in der Box sind im Endeffekt deine Aufgabe, deine Duelle, die du gewinnen musst als Innenverteidiger. Das hat ein Leistner in meinen Augen sehr gut gemacht. Der war auch öfter in 1-gegen-1 Situation verwickelt. Ja, und da hat es bei Kempf dann doch nicht nur in der Situation gefehlt. Also kurz darauf gab es dann noch eine Möglichkeit von Ginczek, wo er wieder orientierungslos aussah. Die Frage ist, was macht man daraus? Ich glaube, auch da muss man den Spielern Raum geben, sich miteinander zu finden. Na, also Toni Leistner und Kempf kennen sich jetzt auch noch nicht so lange. Auch ein Kempf und ein Duciak beispielsweise kennen sich noch nicht lange. Eventuell wird es in Zukunft Lokoki sein. Also ich verhalte mich ja vielleicht auch einfach besser, wenn ich weiß, was mein Nebenmann tut. Dann muss ich den einen Gedanken, kann ich wegwerfen, weil ich weiß, dass das macht der so und so und ich habe nicht 1000 Gedanken im Kopf, sondern es gibt nur 3 Wege, wie die Situation ausgeht, weil ich weiß, wie sich meine Mitspieler verhalten und eventuell passieren solche Dinge in Zukunft dann nicht. Weil ich würde auch sagen, rein vom den individuellen Qualitäten her muss Marc-Oliver Kempf einer der besten Innenverteidiger dieser Liga sein. So. Ja, also Thema Orientierung ist ja auch immer so ein Absprachethema und auch da ist ja immer die Frage, ihr werdet es auch beide wissen, gerade in so einer Position, welche Signale kommen vom Umfeld, gerade auch vom Torwart. Ja. Das kann man halt schwer einschätzen, ne? Aber gerade als Innenverteidiger, du kannst nicht alles auf dem Schirm haben, ist klar, man hat ja gesehen, wie schlau Ginczek in dem Moment auch kreuzt. Und da brauchst du einfach auch Signale von irgendeiner Richtung aus. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Christensen aussieht, aber ja, aber es ist ja, also ein kleines Beispiel, in den letzten Jahren haben sich ja beim SC Freiburg sehr viele Torhüter hervorgetan. So, auch ein Schwolo in seiner Zeit. So, galt ja als einer der besseren Torhüter. Das liegt ja auch daran, dass in Freiburg extrem drauf geachtet wird, dass man Torschüsse nur aus gewissen Winkeln zulässt. Sodass der Torhüter immer weiß, quasi, es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Schuss in diesen Bereich geht und dann bin ich da. Dasselbe kannst du ja beispielsweise, wie gesagt, auch für Feldspieler erwähnen, wenn du weißt, mein Linksverteidiger verhält sich bei gegnerischen Hereingaben so und so, weiß ich, was auf mich zukommen wird und dadurch bin ich eventuell fokussierter für die Situation, weil ich nicht so viele Eventualitäten abdecken muss. Das
um das nur als, um noch ein konkretes Beispiel zu nennen, um einen Gedanken zu unterstreichen. Aber kommen wir, wie gesagt, zu dem Spiel nach dem 0:1 Gegentreffer. Der abwartende Stil, den man bis dahin ja hatte, der funktionierte logischerweise nicht mehr. Hertha musste mehr ins Risiko gehen, was natürlich auch im Umkehrschluss dazu bedeutet, dass die eigenen Räume größer werden. Braucht man nicht groß erwähnen. Dennoch hat man ja nicht unendlich viel zugelassen, weil jetzt nicht so, dass Christensen oft retten musste oder ähnliches. Was ich da halt sehr auffällig fand, war, da wurde offensichtlich, dass du eine Mannschaft hast, die sich noch kennenlernen muss. Es gab so viele Momente, wo du gemerkt hast, dass die eine Person die Idee der anderen nicht kannte. Dass Rehse den Lauf angedeutet hat, aber Ducciak wollte was ganz anderes. So, das, oder man will sich auf ganz kleinem Raum El Rondo-mäßig quasi rausspielen, weiß aber nicht, wo der Ball des Nebenmannes hinkommt. Und so waren es immer wieder auch eher individuelle Momente, hatte ich das Gefühl, die dann Situation aufgelöst haben. Und da fand ich tatsächlich Ducciak, der war im ersten Durchgang noch sehr verhalten. Im zweiten Durchgang wurde der so ein verkappter Achter. Der hat ständig in den linken Halbraum geschoben, hat dort den Ball bekommen oder selber das Dribbling angesetzt und dadurch Szenen inszeniert, die Seite überladen oder ähnliches. Da hat man, finde ich, seine fußballerischen, taktischen Qualitäten gespürt. Ansonsten muss ich aber tatsächlich sagen, dass mir dann doch der klare Plan und die Stringenz in den Angriffen gefehlt hat. Sascha, wie hast du Herthas Angriffsspiel in der zweiten Halbzeit gesehen? Ja, erstmal fand ich, dass so die Reaktion so lala war auf die Gegentreffer, also kann ja relativ schnell danach auch 2-0 stehen. Ich glaube, dann ist das Spiel auch gelaufen. Puma hat es ja schon angesprochen, die andere Chance von Ginczek. Dementsprechend haben sie ein bisschen gebraucht und es ist halt auch einfach schwierig, wenn du halt einerseits sagst, okay, wir wollen hier lange die Null halten und dann vielleicht mal irgendwie Nadelstiche setzen und so das Spiel gewinnen und dann musst du plötzlich relativ früh in der zweiten Halbzeit Rückstand hinterherlaufen, dass dort die Abläufe noch nicht passen. Ich glaube, das ist klar, das hat man gesehen. Es war ja auch, fand ich schon, viele jüngere Spieler auf dem Platz. Ja. Rehse hat, finde ich, insgesamt, klar, dabei bei seinen Abschlüssen ein bisschen die Effektivität gefehlt, aber er hat schon sich der Sache auch angenommen. Er wollte immer wieder den Ball haben, hat immer wieder initiiert. Also das war schon über die linke Seite auch im Zusammenspiel mit Ducciak schon sehr interessant. Also das kann auch wirklich in den nächsten Wochen, gerade weil sie sich, glaube ich, auch fußballerisch ganz gut ergänzen, schon zusammenpassen. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen Pahls Idee ist, halt einen wirklich guten Fußballer hinter Rehse zu stellen mit Ducciak. Ein paar Spieler sind natürlich trotzdem irgendwie nicht wirklich reingekommen in diese Partie. Das muss man auch so klar sagen. Auch die Einwechslungen auch von Scherhand oder so, dass die sind jetzt nicht wirklich gewinnbringend gewesen. Ja. Absolut, ja. Also das muss man schon ganz klar so sagen. Auch Palko hat sicherlich, klar, es ist immer undankbar in der ersten Halbzeit ohne richtiges Warmmachen reinzukommen. Aber auch er war natürlich nicht so involviert in dieses Spiel. Auch das ist klar, weil er auch kurze Zeit mit der Mannschaft trainiert hat. Also ich glaube, da brauchen sie einfach noch Zeit. Deswegen würde ich dieses Spiel jetzt auch gegen den Gegner, der wirklich, wie gesagt, die wollen aufsteigen. Ich glaube, das ist auch klar. Darf man das, glaube ich, nicht überbewerten, ja. Weil ich bin auch bei Marton, was er nach dem Spiel gesagt hat, mit der Leistung, glaube ich, wenn du die bestätigen kannst am Freitag, dann holst du da 3 Punkte. Also da bin ich mir ganz sicher, weil du hast individuelle Qualität. Wie gesagt, Flo vorne, der dann noch eine Möglichkeit auch hatte. Wie gesagt, Fabi Rehse in der Einsituation im Konter, wenn er da über seinen rechten Fuß geht und ein bisschen in die Mitte dribbelt, dann ist er auch im Strafraum nicht zu verteidigen. Da geht er so ein bisschen freiwillig auf den linken Fuß. Also es waren Situationen da, oder Marco, wo er dann einmal geschossen hat, Richter, wo er vielleicht den nochmal durchstecken kann. Also ich fand, dass sie das schon, sie haben sich jetzt nicht wahnsinnig super herausgespielt, aber das haben wir ja schon gesagt, es fehlt natürlich schon so ein Achter. Ja, der vielleicht gar nicht jetzt groß die Traumpässe spielt, aber einfach mal mit einem Dribbling oder mal das Spiel beschleunigt. So ein klassischer Übergangsspieler, wie man heutzutage sagt, der dann eben Marco vielleicht auch in diese Situation bringen kann, wo er dann seinen Abschluss suchen kann. Ja, und das hat so ein bisschen gefehlt. Trotzdem fand ich insgesamt die Reaktion auf den Rückstand
vernünftig. Ja, sie haben dann hinten raus, sind sie noch ein bisschen mehr ins Risiko gegangen, aber da haben sie gerade mit Seafuig die Konter auch verteidigen können. Ja, das musst du gegen Düsseldorf dann auch erstmal machen. Das heißt, sie hatten bis zum Schluss eigentlich die Möglichkeit, auch noch einen Punkt mitzunehmen. Und das, muss ich ganz klar sagen, muss man einfach positiv sehen. Ich werde das Historische jetzt einmal im Mund nehmen und danach werden wir wieder sportlich. Es standen ja dann alle drei Dardais auf dem Feld mit Paul Dardai an der Seitenlinie. Das ist ja etwas, das kann man jetzt erstmal schön finden oder als Folklore bezeichnen. Wie gesagt, ein sehr müßiges Thema. Es wird sich über die Saison zeigen, wie diese Spieler sich sportlich einbringen werden und dann wird das entweder ein Thema bleiben oder nicht. Aber kommen wir zu den Spielern als solchen. Ich fand, dass Palko Dardai zumindest versucht hat, Verantwortung zu übernehmen. Also er oftmals auch in Zentrum gerückt, um dort einen Ball auch mal anzunehmen und in den Strafraum zu führen. Dann aber zu viel klein-klein. Also sehr oft nochmal versucht, den anderen Spieler aussteigen zu lassen oder den ganz kurzen Pass auf 0,3 Meter zu spielen, um da sich rein zu kombinieren vors Tor. Das war mir dann manchmal zu kompliziert. Auch da merkt man ihm natürlich an, er weiß noch gar nicht, was seine Mitspieler machen. Das muss ich finden. Trotzdem empfand ich es als positiv, dass er sich manchmal Dinge auch zugetraut hat und in den 16er mit reingegangen ist und ähnliches. Die Einwechslung von Benze Dardai, ich glaube, er hat einen sehr netten Pass gespielt. Ansonsten ist das ein 17-Jähriger, der das erste Mal in der zweiten Liga dagegen sehr gestandene Zweitliga-Profis aufgetreten ist. Also spiel erstmal gegen den Sobotka. So, der frisst sich da auch im Zentrum auf. Und ja, auch da finde ich, ist natürlich auch das Problem, wenn du keinen Achter hast, der das Zentrum mit Leben füllt, versuchen die Außenspieler mal ins Zentrum zu kommen und dadurch wird das Spiel aber enger, als es eigentlich sein sollte. Also du hältst gar nicht mehr die nötige Breite, weil gar nicht jeder Bereich im Spielfeld abgedeckt ist. So, und dann wird's halt kompliziert, weil Seefolk, wenn jetzt beispielsweise ein Palko da, der in die Mitte zieht, müsste ja theoretisch Platz sein für Seefolk auf der rechten Seite, der musste aber jeden Konter unterbinden. Also man hat gemerkt, die Aufgabenteilung, die Raumaufteilung, da sind noch viele Dinge im Offensivspiel zu verbessern. Ist aber eigentlich naturgemäß. Das ist für mich noch gar keine Problematik in dem Sinne. Es ist eine Erkenntnis aus dem Spiel, aber es ist noch keine alarmierende Problematik, glaube ich, sondern das ist etwas, was sich über Zeit und auch vielleicht gewisse Spieler, die noch dazukommen, Spieler, die sich entwickeln dürfen, auch entwickeln kann. Puma, was ist, kommen wir vielleicht dann auch zum Fazit dieses Spiels, denn Hertha schafft es eben nicht mehr, diesen Ausgleich zu erzielen, verliert diese Partie in Düsseldorf. Jetzt geht's ja aber vor allen Dingen darum, was nimmt man aus dieser Partie mit? Positiv wie negativ und wie ordnet man diese Partie ein? Muss jetzt alles hinterfragt werden, was in der Vorbereitung passiert ist oder kann man sagen, das ist jetzt ein Spieltag von 34 gewesen und entscheidet noch über gar nichts? Ja, da würde ich eher bei zweiterem mitgehen. Das ist ein Saisonauftakt, der ist immer schwierig, zumal du mit einem völlig neuen Kader spielst in einer neuen Liga. Das kannst du nicht so einschätzen, wie das in der ersten Liga der Fall gewesen wäre. Es kann alles passieren an so einem ersten Spieltag, ja. Und das hätte auch wie Hamburg-Schalke gehen können. Das war es jetzt nicht, weil beide Mannschaften defensiv sehr wenig angeboten haben. Und da bleibt es aber auch, also da sind wir bei dem ersten Punkt, den man wirklich hervorheben muss. Die Defensive stand über weite Strecken sehr gut. Vor allem im Kollektiv haben wir das gut gemacht gegen eine sehr heimstarke Mannschaft. Und ja, daraus ziehe ich zumindest den Schluss, dass wir eher offensiv tatsächlich einfach noch nicht an dem Punkt sind, vom Zeitlichen her, dass wir da schon wirklich in die Details gehen können. Also ich glaube, das war auch die Ansage für das Spiel, wir stehen gut und schauen, was nach vorne passiert. So ein bisschen vom Gefühl her, weil, also allein in Clemens, ich finde, Clemens hat es zum Beispiel sehr ordentlich gemacht, bis zur Mittellinie. Ja, dann ist er auch noch jung, ist damit beschäftigt, keine großen Fehler zu machen und dann reicht es halt nicht dafür aus, auch noch offensiv super Akzente zu setzen, vor allem, weil das nicht seine Rolle ist. Und dann bist du in einer Offensive, die auch einfach vom Personal her ein bisschen unterlegen ist, also von der Anzahl der Spieler her, die du dann in der gegnerischen Hälfte hast. Thema Strafraumbesetzung war öfter der Fall, als noch Winkler spielen konnte, dass wir über rechts ganz gut durchgekommen sind, aber dann hast du halt nur Niederlechner im Zentrum. Und das reicht dann in dem Fall ja nicht aus. Also da muss taktisch einfach auch noch ein bisschen was passieren. Ich glaube, das kommt aber. Die zweite Halbzeit, ja, wir haben versucht, noch ein bisschen was nach vorne zu drehen.
Ich glaube aber mit so einer Auswechslung von Niederlechner, da ging es dann eher in die Richtung, dass wir ein paar Spieler reinbringen, die einfach individuell mit einer Einzelaktion vielleicht Glück haben und was machen. Ja. Also allein Benze Dardai war einmal im Strafraum, wo man gemerkt hat, der kann schon so ein bisschen mit dem Ball umgehen und sich in eine vielversprechende Situation bringen, wurde dann auch abgeblockt. Ja, das war dann aber weniger eine taktische Anweisung als, wie gesagt, der Versuch, irgendwie noch was Zählbares mitzunehmen. Wenn wir noch ein bisschen Zeit kriegen und Dardai, glaube ich, da die einen oder anderen Abläufe noch mal ein bisschen trainieren kann, glaube ich, wird das auch besser werden, zumal wir meiner Meinung nach gegen eine sehr starke Düsseldorfer Mannschaft gespielt haben, die ihren Anspruch untermauert haben und gezeigt, ja, es hängt, also deine Leistung ist immer abhängig von der Leistung des Gegners und insofern haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes 0-1 gesehen. Was leistungsgerecht auch in einem Unentschieden hätte enden können bis müssen, genau, würde ich sagen. Richtig. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, den ich auch nochmal rausgearbeitet hätte. Da gehört ja ein Gegner dazu. Und dieser Gegner, hast du gemerkt, ruht in sich. Die wussten ganz genau, was sie da tun. Die wussten auch, dass sie mit Daniel Ginczek jemanden haben, der vielleicht auch nur diesen einen Moment braucht. Die wissen vor allen Dingen, was sie in der Defensive haben. Also, wie gesagt, angesprochen Zimmermann, aber auch ein André Hoffmann, der verteidigt halt einfach alles weg und der ruht in sich schon mehr, als jetzt beispielsweise Marc-Oliver Kempf gerade tut, weil André Hoffmann weiß, wie er in dieser Mannschaft zu verteidigen hat, was er zu tun hat. Und es ist derselbe Hoffmann, der nach dem Spiel, ich finde, einen sehr eloquenten und sympathischen Eindruck gemacht hat und aber auch gesagt hat, dass er das gar nicht despektierlich meint und man das überhaupt nicht falsch verstehen soll, aber dass er Hertha als dankbare Gegner empfand, da bei Hertha noch nicht alles stimmen kann. Er hat auch mal einen Bundesliga-Abstieg mitgemacht, er weiß, wie es ist mit so vielen neuen Spielern, er weiß, dass ich das alles finden muss. Und er sagte eben, von daher habe ich lieber am ersten Spieltag gegen sie gespielt als am achten, weil einfach noch nicht alles stimmen kann. Und ich glaube, manchmal ist es tatsächlich so ein Kommentar von außen, der eine Situation sehr gut beschreiben kann. Und darunter kann man es eigentlich fassen. Oder Sascha, wie blickst du auf dieses Spiel? Inwieweit war das einfach eine ehrliche Bestandsaufnahme dafür, was Hertha aktuell kann und nicht kann? Ja, wie gesagt, also Düsseldorf hat schon gerade in der Defensive wirklich sehr ordentliches Spiel gemacht. Wir hatten in der Offensive, haben sie schon noch sehr viel Luft nach oben. Das muss man auch ganz klar so sagen. Also Hertha wurde jetzt auch vor nicht ganz, ganz große Probleme gestellt. Trotzdem muss man das Positive mitnehmen. Also die Mannschaft braucht Zeit. Pahl hat der Mannschaft relativ schnell wieder Struktur gegeben. Ich glaube, dass du auch schon eine Achse gesehen hast mit Christensen, mit Toni Leistner, mit Marton, mit Marco und Flo sollte er dann Stürmer Nummer 1 bleiben. Riese, das ist auch. Ja erstmal, genau, so, aber ich sag mal gerade so diese Spieler im Zentrum, ja, das ist schon extrem wichtig, gerade wenn du auch wirklich über eine Saison erfolgreich sein möchtest, ja, das ist überall so, die musst du erstmal bilden, wenn du die Spieler nicht hast, dann dauert das alles noch viel länger, so ein Prozess, wenn du die jetzt wirklich dann auch, die Spieler sich nicht verletzen und die jetzt die ersten 6-7 Spiele machen und danach muss ich immer ehrlich sagen, kann ich jetzt so wirklich ein Fazit ziehen, wie dann letztendlich der Start ist. Ich glaube, dass du natürlich jetzt nach dem Wiesbaden-Spiel noch ein extrem schweres Auswärtsspiel hast in Hamburg, aber ansonsten finde ich diesen Auftakt der ersten 7 Spiele relativ dankbar, ja, wenn wir auch darüber sprechen und dann, glaube ich, kannst du auch ein Fazit ziehen. Jetzt zu dem Spiel, ich finde, dass das mit den drei Dardai-Söhnen, ich glaube, klug war, das gleich am ersten Spieltag zu bringen, ja, dann haben die Medien können dann darüber schreiben, ja, dann ist das einmal erledigt. Klar kann man sich fragen, weshalb Prevljak jetzt auf der Bank saß, schon ein paar Minuten bei der zweiten Mannschaft gespielt hat, aber dann gar nicht zum Zug kam. Keine Ahnung, das wird aber der Trainer oder der Athletiktrainer wahrscheinlich besser wissen als jetzt wir. Wie gesagt, ich fand es irgendwo vielleicht einen ganz klugen Schachzug zu sagen, okay, meine drei Söhne haben jetzt gespielt, die Medien sollen einmal schreiben. So, und dann können wir das jetzt ad acta legen, weil am Ende des Tages wird sich jetzt sowieso zeigen, wenn die Jungs Leistung bringen, dann können auch 5 Dardai-Söhne da spielen. Ja, wenn sie keine Leistung zeigen, bin ich mir auch sicher, weil dann machst du dich natürlich ja auch angreifbar, das weiß Pahl auch, und dann werden die Jungs auch wieder weniger spielen oder vielleicht dann wird Benze auch eher dann häufig bei der U23 auflaufen, dass die Jungs Potenzial haben. Ich glaube, dass Benze auch vom Potenzial sogar am meisten mitbringt. Ja. Ist ja jetzt auch mit der U17 Europameister geworden. Auch das gibt ja so einem jungen Spieler enorm viel Selbstvertrauen auch einfach, diese Unbekümmertheit. Dementsprechend bin ich da sehr gespannt. Ja.
Und ja, ansonsten glaube ich, habt ihr schon sehr, sehr viel gesagt. Das Offensiv ist auch nicht, also da wären wir jetzt auch ein 5-3 von Hertha, wären wir vermutlich, auch wenn die Saison noch lang ist, jetzt nicht unbedingt sehen von Hertha. Ja, da steht halt nicht Tim Walter an der Seitenlinie, sondern Paul Dardai. Aber wenn er was geschafft hat, in all den Jahren, wo er Trainer war, ist immer die Mannschaft stabil in die Spiele zu bringen. Da gab es wenig Ausreißer nach unten. Nach oben auch nicht so viele, aber die Mannschaft weiß, was sie leisten soll, was er von ihnen verlangt. Und ich bin halt gespannt, ob es dann offensiv reicht, um zu sagen, okay, wir nutzen die Fehler des Gegners eiskalt oder wir hoffen, dass Richter uns 10 Tore vorbereitet über herausragende Standards und du dann mit Kämpf und Leisten natürlich schon auch Spieler hast, die da auch den Unterschied machen können in diesen Situationen. Da bin ich halt sehr gespannt. Ja. Ich finde, genau, das Positive ist, dass Hertha gezeigt hat, dass man in den grundsätzlichen Aspekten eines Spiels, also Einsatz, Wille, Teamgeist, Struktur, womöglich sogar schon weiter ist, als es manche gedacht hätten. Auch Paul Dardai, der auch gesagt hat, das wächst aktuell etwas schneller zusammen, als er sich das hätte vorstellen können. Auch weil man, glaube ich, jetzt sehr gute Charaktere in der Mannschaft hat. Mit einem Rehse, einem Leistner. Also das, was ich auch, glaube ich, ganz oft gepredigt habe, man braucht halt auch wieder Spieler, die Hertha als eine Art Chance begreifen, für die das nochmal etwas ist, sich zeigen zu können. Auch ein Seevolk beispielsweise weiß ja, ich habe letzte Saison 10 Minuten Pflichtspiele gesammelt bei Hellas Verona. Ich muss hier einmal zeigen, was ich noch kann und wer ich bin. Toni Leistner war vertragslos, ein Prevljak war vertragslos, ein Duciak hat 5 Monate nicht gespielt, ein Rehse hat sich in der ersten Liga eigentlich schon gesehen, muss jetzt nochmal neu angreifen, ist aber auch der Typ dafür. Das finde ich ist auf einer menschlichen Art und Weise, und du warst lange auch Profifußballer, Sascha, du weißt, wie wichtig eine Kabine ist. Da finde ich, merkt man jetzt schon, dass es ein ganz anderes Klima ist und dass das, finde ich, sehr wichtig ist. Du hast ja vorhin auch über die Laufzeiten der Verträge gesprochen. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Wenn du dann auch 3 Jahre Vertrag hast, ja, dann, und es läuft irgendwie nicht oder du spielst vielleicht gar nicht, dann sind die anderen schuld. Ja, auch wenn ich da jetzt niemandem irgendwas unterstelle in den letzten Jahren. Aber das ist ja auch was, wo du sagst, okay, ich meine, ich kenne die Details nicht, ihr wahrscheinlich auch nicht, aber wenn du jetzt mehr leistungsbezogene Verträge hast, wo du einfach sagst, okay, pass auf, ihr bekommt jetzt hier die Möglichkeit, wir wissen alle um eure Situation. Bei Rese jetzt mal ausgeklammert, weil das war ja auch sehr früh klar, dieser Transfer. Aber bei den anderen Jungs, dass das nochmal eine Möglichkeit ist, sich zu zeigen, vielleicht nochmal einen Fokus zu spielen, vor einer Wahnsinnskulisse wahrscheinlich jede Woche, oder alle 2 Wochen. Und wenn du dann weißt, okay, bei 20, 25 Einsätzen, vielleicht verlängert sich hier auch mein Vertrag, dann musst du vielleicht auch 1, 2% mehr Gas geben, auch wenn das natürlich eigentlich nicht so sein sollte, klar. Aber ich glaube, dass das schon ja, ein Faustpfand in dieser Saison dann sein kann. Und Paul, ich glaube, wer Paul auch so ein bisschen kennt, der weiß auch, dass er gerne in den Medien ein bisschen Understatement betreibt oder dann da auch mal dann gezielt sagt, ja, das geht ja schneller, als er vielleicht gedacht hat. Also da glaube ich, wenn jemand weiß, wie er das so ein bisschen steuern muss, dann ist es sicherlich Paul. Ist schon Kommunikationsfuchs, das stimmt schon. Aber ja, tatsächlich ist das mit den Vertragslaufzeiten ein sehr guter Punkt, denn ein Lokoki oder ein Ducciak haben jetzt ein Jahr Vertrag. Die müssen sich beweisen, so, und wissen, dass sie, wenn sie es nicht tun, im nächsten Jahr nicht der bessere Verein zur Verfügung stehen wird. Und es ist natürlich auch ein Zeichen an die Jugend zu sagen, Leute, wir bauen euch hier nicht eine Hürde dahingehend auf, dass ihr einen Profi verpflichten für 5 Jahre, sondern Elias Straßner, keine Ahnung, beweist dich im Training, zeigt, dass du besser bist als du, Jack, und der ist in einem Jahr weg. Das können wir machen. Da verlieren wir nichts groß. Das gilt ja natürlich auch für andere Spieler. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Und ich finde, jetzt schon wirkt die Mannschaft in sich deutlich gesünder in der Ambition, im Zusammenhalt, in der Struktur, in der Kommunikation. Sicherlich gehen auch da noch ein paar Prozent nach oben, aber dafür, dass das der allererste Spieltag war, das allererste Pflichtspiel, war das sehr in Ordnung. Was eben dann auch klar war oder dieses Spiel auch nochmal gezeigt hat, Stand jetzt ist Hertha BSC ein normaler Zweitligist, was das Leistungsvermögen angeht. Natürlich bist du als Absteiger und als Hauptstadtklub nie der normale Zweitligist. Auch vielleicht im Selbstanspruch nicht. Aber wenn du dir jetzt gerade anguckst, was der Kader jetzt gerade ist, was der jetzt gerade kann, was er jetzt gerade nicht kann, wie neu er ist, ist Hertha BSC erstmal ein normaler Zweitligist, der am Ende des Tages 0-1 in Düsseldorf verlieren kann, obwohl gar nicht so viel schiefgelaufen ist.
So. Und es erdet eventuell auch ein Stück weit und zeigt auch nochmal, dass die Erwartungshaltung erstmal sein muss, dem Ganzen Zeit zu geben und ein Stück weit Geduld zu haben. Wie soll denn das auf Andi funktionieren? Wie denn? Und das hat ja auch nichts mit falschem Understatement zu tun, dass man jetzt sagt, ja, jetzt reden sie sich die Niederlage gegen Düsseldorf schön. Jetzt macht man das sogar in der zweiten Liga, nachdem man das schon in der ersten Liga gemacht hat. So einfach ist es eben nicht. Also wie, wenn man sich diese Mannschaft anguckt, wie neu sie ist, wie man sich erstmal kennenlernen muss, dass sich ja auch noch ganz viel tun wird. Na, also wie viele Spieler werden noch gehen, wie viele Spieler werden noch kommen. Das ist ja auch etwas, was eine Mannschaft im Atem hält. Also ich glaube, eine Mannschaft ruht auch erst in sich, wenn dieser August vorbei ist und alle ganz genau wissen, woran sie sind. Ich weiß, dass mein Innenverteidiger-Kollege bleibt. Ich weiß, dass mein Spieler vor mir bleibt. Ich weiß, dass ich bleibe. Ich weiß ihn und all das. Ich weiß auch, auf wen ich mich in der Liga einzustellen habe und so weiter. Das erdet ja auch nochmal. Also ich erinnere mich auch an Phasen bei Hertha, die, wo sie vielleicht auch noch nicht so gut reingekommen sind in früheren Jahren. Und es wurde schlagartig besser, als die Transferphase dann dicht war, weil gar nicht mehr zur Debatte stand, ob hier jetzt jemand noch Wechselgedanken hegt. Ist dann egal für knapp 6 Monate. So. Und ich glaube, was auch gut ist, dass den Verantwortlichen all diese Startvoraussetzungen absolut klar waren, weil es da keine falschen Eitelkeiten mehr gibt. Also wenn man sich Bernstein, Weber und Co. anhört, klar, das kann ein künstliches Understatement sein und doch spiegelt es ein Stück weit eine neue Demut wider, nicht zu sagen, naja, klar, schauen wir jetzt nach oben. So, weil es nicht realistisch ist. Und ich glaube, das ist auch gut, dass du jetzt gerade das, was Hertha kann und das, was Hertha weiß, was es kann, relativ deckungsgleich sind. Das war in den letzten Jahren nicht so. Da hat man sich immer, glaube ich, für besser gehalten als das, was man gerade spielt. Und ich glaube, auch das ist, glaube ich, eine ganz gesunde Entwicklung. Puma, hast du noch Gedanken zu dem Spiel und was es für die nächsten Wochen bedeuten könnte? Ja, ich meine, man darf halt echt nicht vergessen, mit wem wir da teilweise gespielt haben. Und auch Martin Dardai war letztes Jahr alles andere als Stammspieler. Und neben dem Clemens machen die beiden das Zentrum zusammen. Das ist, glaube ich, wirklich, muss man sich mal vor Augen halten, wie jung die beiden sind. Und das sind keine gestandenen Profispieler. Insofern haben die das dafür schon insgesamt sehr gut gemacht. Und abschließend, ja, würde ich sagen, tatsächlich ist mir so eine 0-1-Niederlage im ersten Spiel deutlich lieber als eine 3-5-Niederlage. Da hätte man mehr aufzuarbeiten, das stimmt. Ja. Auf dem Bolzplatz auch früher? Da habe ich immer gewonnen. Also. Ah, da hat sich die Frage gar nicht gestellt. Verstehe, da ging es nur um die Höhe des Sieges. Klar, klar. Aber es Also für die Zuschauer ist das 3-5 natürlich viel, viel interessanter, ja. Und wahrscheinlich werden sich viele neutrale Zuschauer gesagt haben, was für ein Grottenkick am Samstagabend, so. Aber als Fan und als Vereinsmitglied muss man einfach sagen, okay, die Defensive war in Ordnung mit dem, was wir zur Verfügung haben, haben wir gut gearbeitet und wir müssen wirklich keine 5 Gegentore aufarbeiten. Ja, also das, da kannst du auch ganz schnell wieder in eine sehr ungemütliche Diskussion kommen. Richtig. Zumal du ja dann auch immer wieder in eine Diskussion kommst zu sagen, ja, aber offensiv hatten sie doch ihre Momente. Auch das war ja ein Problem der letzten Saison. Ja, wir haben vielleicht 1-4 verloren, aber das eine Tor von Jovetic, da muss man schon drauf aufbauen. Also das war ja dann oft der Tenor und das geht jetzt eben nicht mehr auf. Und es ist aber auch gut, dass Rehse nach dem Spiel mit einem Hunger auch gesagt hat, dass nichts Siege ersetzt. So, das muss man eben auch sagen. Auch das ist etwas, was stimmt. Auch nichts lässt eine Mannschaft so sehr zusammenwachsen wie Siege. Nichts lässt Selbstvertrauen so schnell aufbauen wie Siege, weil du einfach auch merkst, das, was der Typ an der Seitenlinie quatscht, das ergibt Sinn und das führt uns zu gewissen Dingen. Und dementsprechend würde ich sagen, ist das eigentlich die perfekte Überleitung für den Ausblick gegen Wien Wiesbaden. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen? Weiß ich gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Ja, am Freitagabend spielt auch Hertha BSC gegen Wien Wiesbaden im Berliner Olympiastadion. Mal sehen, wie viele da sein werden. Ich rechne schon mit ein paar Mannequins. Zu Wiesbaden, Aufsteiger aus der 3. Liga, haben am ersten Spieltag zu Hause ein 1-1 gegen Magdeburg gerungen, haben allerdings auch mit Benedikt Hollerbach, der zur Union Berlin gewechselt ist, nicht nur einen fragwürdigen Charakter, aber auch 25 direkte Torbeteiligungen sowie extrem viel Geschwindigkeit verloren. Dazu hat sich jetzt John Iredale beim Spiel gegen Magdeburg verletzt, also ein weiterer Offensivspieler, der jetzt fehlen wird. Dazu auch noch Innenverteidiger Alexander Vukovic, der gegen Magdeburg die gelb-rote Karte gesehen hat.
Gegen Magdeburg ist Wiesbaden mit einem 3-4-1-2 aufgelaufen. Auf Hertha kommt also auch ein neues System zu, muss man sagen. Da ist auch spannend mit diesem Flügelfokus, wie läuft das gegen eine Dreierkette. Und ich glaube, der Player to watch bei Wiesbaden wird sein Ivan Pretajen, ne, 27-jähriger Kroate, der letzte Saison 27 direkte Torbeteiligung gesammelt hat. Und auch gegen Magdeburg direkt mal getroffen hat nach seiner Einwechslung. Großgewachsen, robust, Knipser, weiß aber, wo der Mitspieler steht. Ja, und das ist aber auch ehrlich gesagt so ziemlich alles, muss ich in aller Bescheidenheit gestehen, was ich zu Wien Wiesbaden zu sagen habe. Die haben letzte Saison mit die beste Offensive der dritten Liga gehabt, aber wie gesagt auch mit 25 Toren jetzt weniger von Benedikt Hollerbach zu kämpfen oder Torbeteiligung. Sascha, was sind die Vorzeichen für diese Partie? Ja, du musst natürlich gleich die Zuschauer mitnehmen. Ganz klar, im ersten Heimspiel, glaube ich, ist es extrem wertvoll, das Spiel zu gewinnen. Da bin ich auch bei Fabi Rehse, weil nichts ersetzt Siege. Und wenn man sich anschaut, was die Mannschaft in den letzten 4 Jahren an Siegen geholt hat, da sind wir relativ schnell durch. Ja. Dementsprechend, sie müssen einfach jetzt so schnell wie möglich diese Dinge nach Hause bringen. Da ist doch egal, ob das dann meiner Meinung nach Dreier-, Viererkette ist. Paul hat seine Abläufe, der wird auch taktisch nicht viel verändern. Ja. Wenn möglich, die beiden Jungs ersetzen, die ausfallen, leider verletzungsbedingt. Und ansonsten wächst eine Mannschaft einfach so schnell wie möglich zusammen, indem dann halt auch ein Gerüst steht, das dann stabil ist. Und dann kannst du sicherlich auch mal vorne vielleicht auch mal den Stürmer vielleicht mal wechseln oder vielleicht mal drauf reagieren, ob du jetzt langsame Innenverteidiger beim Gegner hast oder nicht. Ansonsten muss ich sagen, Wiesbaden hat in Unterzahl dann noch was geholt. Das zeigt auch, dass die Mannschaft einfach, ja, natürlich nochmal ein Stück weit durch diesen Relegationsaufstieg, der ja dann doch besonderer ist, auch wenn das meiner Meinung nach kein Mensch braucht, diese Relegation, zusammengewachsen ist, dass sie da auch hinten raus sogar die Möglichkeit haben, das Spiel zu gewinnen, mit der Riesenmöglichkeit im Konter. Ja. Dementsprechend, glaube ich, werden wir da von Paul keine Wunderdinge erwarten können taktisch. Auch noch ganz kurz, um das abzuschließen, was du vorhin gesagt hast. Man hat sich jetzt auch einfach bei Hertha dazu entschieden. Man weiß, es ist ein Umbruch, es sind extrem viele neue Gesichter, viele Abgänge. Wie gesagt, ich mochte eigentlich den Ansatz von Sandro Schwarz sehr. Ja. Aber man hat jetzt da einfach gesagt, ich glaube, in der Situation wollen wir lieber Safety first. Wollen eine gewisse Stabilität und die bringt uns einfach Paul Dardai, deswegen hat man sich dazu entschieden. Und dann, wie gesagt, dann geht es einfach darum, die Dinge, die sie am Samstag vorne liegen haben lassen, in diesen Situationen, die sie hatten, mit Rehse oder mit Richter oder mit Flo Niederlechner, dass du daraus dann einfach die Dinger machst, dass du, wie gesagt, die Zuschauer einfach auf deine Seite holst, weil ich glaube, dass das für die Saison, also die stehen hinter der Mannschaft, aber da musst du einfach was entfachen. Ja, und dass ihr beide halt auch Bock habt, dann jedes Wochenende ins Stadion zu gehen. Du, also wir sind ja mittlerweile eher so ein Therapieangebot für viele Menschen. Das kann man gar nicht anders sagen. Also wie viele Menschen uns fast schon tagtäglich schreiben, ohne euch hätte ich den ganzen Bums auch schon lange aufgegeben, weil man sich dann doch jede Woche zumindest darauf freuen kann, dass Menschen was ins Mikro labern, wo man sich verstanden und gesehen fühlt. Das gibt anscheinend den Leuten viel und uns ja auch, weil man ja viele Gedanken nach so einem Spiel hat. Ich habe das Privileg, die öfter nochmal irgendwo im Internet aufschreiben zu dürfen, aber das hier auch nochmal dann zu ordnen hilft. Puma, wovon gehst du am Freitag aus, von was für einem Spiel, was für Qualitäten werden gefragt sein und glaubst du, dass Hertha mit einer weiteren Trainingswoche, denn jede Trainingswoche ist ja gerade auch sehr viel wert, auch ein Stück weit gefestigter auftreten wird, besonders in der Offensive? Ja, das ist die Hoffnung. Ja, klar, darauf muss man setzen, dass sich das einfach noch setzt, gerade in der Offensive, vielleicht mit dem einen oder anderen Neuzugang noch. Das werden wir sehen. Ansonsten jetzt speziell für Freitag bin ich der Meinung, dass auch der Kader, der vorhanden ist, das eigentlich richten müsste oder können müsste. Rein spielerisch. Wir werden aber, denke ich, einen Gegner erwarten können, der uns alles entgegensetzen wird. Der vor allem kämpferisch
dagegen halten wird. Und da müssen wir den Kampf eben annehmen. So, so platt wie das klingt, so stumpf wie das klingt, so Stammtischparolen, aber den Kampf müssen wir da einfach annehmen und auch zeigen, so, nee, wir weichen jetzt nicht zurück, weil ihr uns hier ein bisschen gegen die Schienbeine tretet, ja. Also ich fand, das hat man schon am Samstag gesehen gegen Düsseldorf, das ist zweite Liga. Also da gab es Aktionen, wo ich aus der ersten Liga einfach gewohnt bin, das wird jetzt abgepfiffen, das wird laufen gelassen, ja. Und da müssen wir, glaube ich, also das haben wir gut gemacht am Samstag, aber auch in Wiesbaden jetzt. Da mache ich mir tatsächlich wenig Sorgen bei einer Paldada-Mannschaft. Ich weiß sogar noch, wie wir uns teilweise beschwert haben, wenn man im Pokal gegen als mittlerweile etablierter Erstligist dann gegen St. Pauli oder so das Spiel des Zweitligisten mitspielt, aber einfach weil Paldada, glaube ich, immer sagt, wir müssen erstmal das Energielevel matchen. Und dann können Dinge wie individuelle Qualität greifen, aber das muss da sein und da mache ich mir tatsächlich wenig Sorgen. Ja, was anderes wird Wiesbaden auch nicht entgegensetzen können. Also ich glaube nicht, dass die uns spielerisch jetzt oder taktisch das wird der lange Ball auf Britannien sein. Und dann müssen eben wieder, da müssen diesmal dann Toni Leisner und Kempf besser reagieren als gegen Daniel Ginczek. So, muss man eben auch sagen. Aber wie gesagt, die haben eine Mannschaft, die auf jeden Fall jetzt schon wiederholt Moral bewiesen hat, auch gegen Magdeburg in Unterzahl nochmal zurückzukommen. Spricht für sich auf die eine Art. Insofern, den Kampf annehmen tatsächlich, von Minute 1 Präsenz zeigen und dann hoffentlich mit der ein oder anderen individuellen Aktion den Vorteil für uns zu ziehen. Und ich glaube, wenn das 1-0 gefallen ist, dann kann man ein bisschen beruhigter aufspielen. Ich glaube auch, dass dann, also ne, das ist halt auch wie in Wiesbaden, die mit 200 Fans anreisen werden, wenn Hertha da relativ dominant auftritt und nach dem 1-0 da 50.000 das Stadion zum Explodieren bringen und danach Hertha nach vorne peitschen, das macht da noch Eindruck. Also ich glaube, so weit Mensch sind Fußballer dann doch, dass die eventuell von so einer Atmosphäre auch ein Stück weit geschluckt werden können. Und das muss Hertha eigentlich entfachen. An dem Wochenende ist die Frage, ob man schon so weit ist, das so entfachen zu können. Aber ich glaube, wie gesagt, dass jede Trainingswoche gerade auch unendlich viel wert ist bei Offensivabläufen. Und dabei sich auch kennenzulernen. In Prevelak wird dann beispielsweise eine gesamte Woche mit der Mannschaft mal gehabt. Und Palko Dardai ja im Endeffekt auch. Palko Dardai auch. Auch ein Lokoki ist eventuell dann schon die Variante, so dass du dann auch mit einem Jeremy Ducciak im Mittelfeld spielen kannst, statt einem Pascal Clemens, hast dann vielleicht andere Optionen. Also will sagen, so eine Trainingswoche kann halt auch viel bedeuten. Und das sollte man dann auch wieder auf dem Rasen sehen. Sascha, du hast es schon gesagt, es ist ein durchaus dankbares Programm, die ersten 7 Spiele. Das gilt aber natürlich nur, wenn du diese Spiele auch gewinnst. Also das ist dann auch gleichzeitig Druck, wenn du gegen Wiesbaden jetzt nicht gewinnen solltest, dann vielleicht beim HSV auch nichts holst, wo ich jetzt sagen würde, das ist die wahrscheinlichste Variante. Und dann triffst du auf Fürth, die jetzt auch gut gestartet sind, oder auch Magdeburg, die eklig sind. Bis dahin musst du dir auch ein gewisses Polster an Punkten und Selbstvertrauen erarbeitet haben. Also dementsprechend bin ich schon gespannt, wie man mit der Situation umgeht, als klarer Favorit am Wochenende zu Hause 3 Punkte holen zu müssen, ob diese Mannschaft auch das kann. Ja, ich tue mich immer schwer mit diesem Müssen und Druck. Ich glaube, die Jungs wissen das einfach selber, dass sie natürlich über Erfolgserlebnisse, und ein Erfolgserlebnis ist sicherlich kein 0-0 gegen Wien Wiesbaden, sondern das sind 3 Punkte vor. Du hast jetzt mal 50.000 reingeworfen. Ich hoffe, es sind so viele. Ich kann es mir vorstellen. Warum nicht? Freitagabend, Flutlicht. Wenn das Wetter ein bisschen besser ist als hier bei mir, dann kann das richtig viel Freude bereiten. Dementsprechend, die Mannschaft muss einfach schnell wachsen und sie wächst durch Erfolgserlebnisse. Und dafür ist der Gegner, glaube ich, jetzt nicht zu überschätzen, aber auch nicht zu unterschätzen. Also dementsprechend, die Jungs wissen, dass sie da 3 Punkte holen können, aber sie wissen auch, dass es in der Liga keine Mannschaft gibt, vor der sie Angst haben müssen, also auch nicht vorm HSV oder vor Schalke oder sonst wem. Also ich glaube, dass sie da an keinem Spieltag irgendwie Angst haben müssen, dass sie heute abgeschossen werden, dass das trotzdem mal passieren kann, wissen wir auch alle im Fußball, aber dementsprechend die müssen jetzt einfach Punkte holen. Ich finde es auch gut, dass kein richtiges Saisonziel gleich ausgerufen wird mit wir müssen aufsteigen oder sonst irgendwas, weil bis 31.08., wenn das Transferfenster schließt, sind einfach auch schon einige Partien gespielt. Dann wirst du jetzt wissen, wie sich der Kader wirklich aufstellt. Und du musst einfach schauen, dass du Richtung Winter noch dabei bist, um dann wirklich zu sagen, okay, können wir nochmal angreifen? Können wir vielleicht sogar reagieren und was
uns verstärken auf irgendeiner Position, um zu sagen, okay, wir versuchen es doch dann dieses Jahr. Da muss man natürlich dann auch immer natürlich die finanziellen Mittel sich anschauen. Aber das würde dann definitiv nochmal 2 Stunden wahrscheinlich füllen, dieses Thema. Wir machen jedes Jahr 1 bis 2 Kaderanalysen. Ich kann dir sagen, ja, es ist so. Das stimmt, ja. Dementsprechend, ich bin sehr zuversichtlich. Wie gesagt, ich habe viele gute Ansätze gesehen am Samstag und mache mir da eigentlich keinen Kopf, dass sie dann nach 7 Spielen auch oder 6, 7 Spielen dann auch Punkte geholt haben, worauf man dann aufbauen kann. Ja, spannend, um zu einem ganz kleinen Thema zu kommen, ist tatsächlich die Rechtsverteidigerposition für das Spiel. Jetzt, wo Seyfolk fehlt, Jonjo Kenny saß auf der Bank für das Spiel. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich tue mich sehr schwer, Jonjo Kenny noch mal im Hertha-Trikot zu sehen. Das war in der letzten Saison sehr wenig, das war in der Vorbereitung nichts. Er soll klare Wechselgedanken haben. Und da bin ich tatsächlich dann fast schon dafür, fast schon populistisch zu sagen, dann der Hertha-Weg und dann Julian Eitschberger, weil ich nicht glaube, dass der es so viel schlechter machen könnte, als es jetzt ein Kenny tun würde und man ja auf solche Spieler setzen möchte. An sich würde ich schon sagen, dass eigentlich Peter Pekarik da spielen müsste, aber der hat sich in den letzten Tagen und Wochen doch mit ein paar Problemen herumgeschlagen, glaube ich. Deswegen stand er jetzt ja auch gegen Düsseldorf nicht im Kader. Weiß ich also nicht, was ich da zu erwarten habe. Und auf rechts vorne wird man ja sehr klar auf Parko Dardai setzen. Aber auch da ist dann die Frage, wer ist der Flügelspieler, den man dann überhaupt noch hat? Also ist es dann ein Enza Aksakal, den man hochzieht? Ist es ein Gustav Christensen, den man hochzieht? Ist es der Nader El Jindawi im Moment, der jetzt in der U23 2 Dinger vorbereitet hat? Also stellen sich für mich allein für das Spiel aber auch schon wieder Kaderprobleme auf und ein paar Fragezeichen auf, was aber auch wieder zeigt, es reicht, dass 1, 2 Spieler ausfallen und dieser Kader ist so dünn besetzt, dass das zu Problemen wird. Auch das lässt ja das Saisonziel noch nicht definieren, weil du nicht weißt, wie breit bist du aufgestellt nach dem 31.8. Gut, aber falls ihr dazu nichts mehr habt, würde ich sagen, beenden wir diese Folge mit dem Ausblick. Du hast noch was. Lass du hast mich noch eine Sache sagen, wenn du magst. Gerne. Zu den ganzen Jungen, die du aufgezählt hast. Ich glaube, dass auch dort ist einfach entscheidend, wie schnell ist diese Mannschaft stabil, wie schnell hat sich dieses Gerüst gefunden, weil umso schneller das geht und umso mehr Führungsspieler du dann auch auf dem Platz hast, die auch ihre Leistung bringen, weil sie müssen auch Leistungsträger sein, umso mehr junge Spieler kannst du dann auch einbinden. Richtig. Weil dann, wenn du jetzt da jemanden reinwirfst, in der Phase, wo es vielleicht noch nicht so gut läuft, à la Felix Magath mal, der dann ja einfach mal einen Jungen da reingeworfen hat und dann war es das auch wieder für einige Zeit. Ich weiß nicht, ob man dann dem jungen Spieler da so viel Gutes tut, weil es ist immer leichter, das kann ich auch selber sagen, wenn du dann jemanden daneben hast oder wenn du weißt, es funktioniert, dir kann auch mal was nicht gelingen oder du weißt, dass der Trainer dich trotzdem irgendwie vielleicht nächste Woche nochmal bringt und das kann er aber nur machen, wenn die Mannschaft gefestigt ist und dementsprechend wir haben in Berlin super viele Talente, die immer wieder nachkommen, also man braucht sich da auch keine Gedanken machen, dass da mal irgendwie 2 Jahrgänge wenig kommt oder gar nichts kommt, aber alles ist letztendlich davon abhängig, okay, was hast du für Führungsspieler und dann kannst du die Jungs auch einbauen und dann ist es natürlich nochmal positionsabhängig, ich kann einen Stürmer immer mal bringen, das wissen wir auch alle für die letzten Minuten, egal bei welchem Spielstand oder ob es jetzt irgendwie mal ein rechter Verteidiger ist, der dann vielleicht auch mal einen gegnerischen Linksaußen verteidigen muss, der richtig Qualität hat. Dementsprechend bin ich gespannt. Ich hoffe, wir werden viele junge Gesichter sehen, weil wenn wir viele sehen, dann bedeutet das auch, dass die Mannschaft ganz gut performt. In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir den inhaltlichen Teil und kommen noch zu einer letzten Frage. Ich schmeiß dich jetzt etwas ins kalte Wasser, Sascha. Wir haben eine Auswärtsfahrt-Playlist, die immer mal wieder von auch Gästen des Podcasts gefüllt wird, also was die Leute auf dem Weg zum Spiel pumpen können. So, und jetzt warst du ja lange Fußballer und vielleicht sogar mal Kabinen-DJ, weiß ich nicht, ob du mal auch die Ehre hattest. Aber was hat dich denn früher vielleicht vor so einem Spiel nochmal ordentlich angepeitscht und was könntest du dir vorstellen, müsste auf diese Playlist noch kommen? Also zum Kabinen-DJ hat es, glaube ich, nie gereicht. Da bitter, waren immer bitter. Darum andere, geht's ja auch am Ende. die sich da hervorgetan haben. Dann muss ich auch Grüße an Roman, an den Hertha-DJ raussenden. Der immer im Stadion nach dem Spiel richtig, richtig gut auflegt. Boah, da erwischt mich relativ blank. Also so richtiges Heißmachlied, eins hatte ich nicht.
Ich glaube, was immer geht, ist Eminem mit Lose Yourself, aber wahrscheinlich ist es schon Das ist. 12 Mal auf der Liste. Dementsprechend, ja, das wäre so mein Song, aber sonst kann ich da irgendwie nicht so richtig, glaube ich, was zu beitragen. Da bin ich lieber bei einer Spende dabei oder bei einer Wette. Halten wir so fest. Das ist leichter für mich. Und mache ich lieber. Lieber Geld als Kreativität, verstehe ich schon. Richtig. Ja. So sind's. Auf dem Feld war ich kreativer. So. Ja, wunderbar. Ey, Puma, falls du nichts mehr hast, würde ich diese Folge zumachen. Oder möchtest du noch was? Nur nochmal den Appell. Freitag schön alle ins Stadion. Ich meine, Freitag 18.30 Uhr, eigentlich ist das schon sehr geil. Muss man schon mal so auf den Punkt bringen. Ich finde auch die Anstoßzeiten in der zweiten Liga, die finde ich ja gar nicht verkehrt. Du hast auf dem Samstag, hast du noch was vom Tag nach dem Spiel? Finde ich schon insgesamt sehr in Ordnung, muss ich sagen, tatsächlich. So. Ja. Gut, Freunde, dann vielen lieben Dank dir, Sascha, für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht. Herausragendes Debüt. Du hast dich jetzt quasi schon als Hertha Base Eigengewächs quasi etabliert, aber auch einfach, weil du hier sehr erfahrene Mitspieler hast, die wissen, wie es geht. Absolut. Also, da kann man nur glänzen. Eben, danke, hat Spaß gemacht. Richtig. Ja, wunderbar. Auf ein weiteres Mal irgendwann, wenn wir dann über vielleicht eine etwas fortgeschrittene Saison reden, über ein paar weitere Erkenntnisse und vielleicht eine Mannschaft, die bis zum Winter doch noch Anschluss gehalten hat. Das ist ja auch der Wunsch von Pal Dardai, der sagte, lass uns mal vor Weihnachten rum hier noch sitzen und eine Chance auf oben haben. Das ist doch eigentlich eine ganz nette Aussicht. Dann beende ich diese Folge. Freunde, es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Gehabt euch wohl. Beteiligt euch an der Saisonspende, wenn ihr das noch nicht getan habt. Schreibt uns Feedback auf Discord, Twitter, wo ihr uns überall findet. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder nach dem Spiel gegen Wien Wiesbaden, nach 3 Punkten, die zu Hause geblieben sind, ist doch klar. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.